Natürlich, wenn ich jetzt auch, wenn ihr am Computer seid, kann ich ja ganz kurz, hast du den DWDS offen und den Gematrie Explorer offen? Noch nicht. Weißt du was, lassen wir das weg, weil das ist eigentlich interessant. Es geht nicht darum, dass man das mit dem Wörter auffächern kann. Es ist nur, wenn du es kannst, wirst du feststellen, dass du wirklich in einer Matrix bist. Dass sich in dir vollkommen der Glaube auflöst, dass irgendwann in der Vergangenheit irgendwer was gemacht hat. Und da wirst du dann auch merken, die Geistlosigkeit der Menschen, wenn ich jetzt Physiker habe, die extrem beeindruckt sind, wenn ich ihnen alle physikalischen Naturkonstanten im Dennach, in der Dora zeige, wie die verschlüsselt mit einem extrem göttlichen System verschlüsselt sind, dass du rein rechnerisch jede Art von Zufall ausschließen kannst, dass das Zufall ist, und du erzählst ihnen das und es läuft dann trotzdem noch das materielle Programm weiter, weil der Zweite mächtiger ist, wie ich das immer nenne, die Logik mächtiger ist, wie das, was du überprüfen kannst. Ja. Bei Holofeeling ist es ganz einfach. Holofeeling baut nur auf einem Glauben auf, der jeden Moment 100% sicher überprüfbar ist. Und Logik, ob das eine religiöse Logik ist, ob das eine esoterische Logik oder eine naturwissenschaftliche Logik ist, die baut nur auf Wissen, das man vom Hörensagen kennt, auf. Und aufgrund dieses Wissens, ich sage immer wieder, wenn du diese Daten, diese Logik, dieses Programm bei dir laufen hast und ich setze dich jetzt als ein Computer, dann kannst du aufgrund dieses Wissens Vorstellungen aufschmeißen, die du aber de facto überhaupt nicht wirklich sinnlich wahrgenommen überprüfen kannst. Deine Logik erklärt dir dann immer, warum, selbst warum du es nicht überprüfen kannst. Aber du glaubst, es ist trotzdem so. Du sagst zum Beispiel, bei Atome und Elektronen, die sind ja so unvorstellbar klein, dass man das nicht sieht, aber sie sind trotzdem da, bloß halt so winzig klein. Oder ich sage jetzt, wo ist jetzt die Sonne? So ein Musterbeispiel, mir haben einen total bewölkten Himmel. Ja, da außen, also ich zeig's mir. Jetzt im Moment zum Beispiel hier um den Udo rum, wenn ich mir jetzt den Udo denke, um den Udo rum, ist es jetzt ja hell. Aber wenn du rausgehst, hast du keine Chance, auch nur ansatzweise zu erkennen, wo die Sonne steht. Und dann wird dir deine Logik erklären, die ist zwar da oben am Himmel, aber halt hinter den Wolken. Und das ist das Gefängnis, das sind die Gefängnismauern, in die du dich einsperrst. Udo, ganz kurz vorweg. Ja? Also, ich kann dir klar sagen, dass ich also in dem Holo-Feeling drinne bin. Ich bin da absolut bei dir. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Richtig. In diesem Hier und Jetzt, in diesem wirklich, was es wirklich ist. Also in dem Modus, natürlich, das kann man noch mehr vertiefen, aber ich kann dir sagen, dass wir beide da eigentlich schon, denke ich mal, ziemlich auf einem guten Weg sind, ne? Und ja, dass man das eventuell auch schon so überspringen kann. Also dieses Hier und Jetzt, was man jetzt wirklich überprüfen kann, also in dem Holofeeling kann ich dir Brief und Siegel geben. Also da bin ich schon Aber das drinne. ist kein Thema, nicht. Die Schwierigkeit ist, du hast wieder zwei Stufen, nämlich wenn wir jetzt als Brösel aufgetaucht über Holofeeling sprechen, bist du volle Kanne drinnen. Aber Ja, wenn du dich weiter beobachtest, du bist nicht drin in den Alltagsbewusstsein, wenn du mit normalen Trockennasenaffen zu. Das Das stimmt. stimmt. Absolut. Also Ja, klar. man schweift ab. Man schweift ab. Immer Auch wieder, das ist immer wieder weg. Das ist das ja, Problem, dass wenn ich das jetzt zum stimmt. Beispiel, ich als Brösel Udo gesprochen, versuche ich immer wieder die Brösel um mich herum, die ich mir ausdenke. Ich denke mir den Udo genauso aus, das ist das im Holofeeling drin sein. Ich bin der, der sich jetzt alle ausdenkt und spiele eine Rolle von diesen Bröseln. Ich versuche in der Figur Udo immer wieder alle möglichst im Jetzt zu halten und wach zu halten. Es ist aber, dass ich, wenn ich jetzt in der Beobachtung bin und mich zurückziehe und ich schaue mir die dann an, da ist eine Kleinigkeit, dass das Handy klingelt. Wenn wir jetzt am Stammtisch philosophieren, da klingelt bei irgendeinem das Handy und dann geht er hin und busch und dann ist er schon wieder weg. Ja. Aber jetzt ist die große Erkenntnis, dass du immer mehr merkst, dass Brösel nichts verstehen können. Also das ist, wenn du zum Beispiel zu mir sagst beim letzten Gespräch, ich schicke dir meine Vida, den Udo interessiert deine Vida nicht, weil der Udo ein Gedanke von dir ist und mir musst du sie nicht schicken, weil dein Leben habe ich schon durchlebt. Und genau deswegen habe ich es auch nicht mehr gemacht. Es ist, Genau. weißt du, ich bin so normal, du merkst es beim Reden, Brösel unter Brösel. Aber jeder, der erkannt hat, wer wirklich durch den Udo spricht, wenn du das erkannt hast, ich sage immer wieder, setz dich hin, wenn du einmal die kompletten Offenbarungsschriften, die dir zugänglich sind, ausgedruckt vor dir stehen siehst und du blätterst rein, dann wirst du feststellen, das ist nicht von dieser Welt. Absolut. Das ist einmal das Allererste. Das ist nicht diskutierbar und es geht nicht um irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Ich würde jetzt vorschlagen,
Habt ihr spezielle Fragen, sonst gehe ich auf was Neues ja, ein? Ich definitiv, Udo. Also Frage. Also zwei Dinge, die mir extrem ja in der Seele brennen. Also erstens, das hatte ich in den Simulationstheorie in meinem Selbstgespräch angedeutet am Ende. Ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen. Dass diese drei Teile, das war einmal, dass es jetzt nur theoretisch ausgedacht gesprochen, ob es jetzt wirklich 8 Milliarden Menschen gibt, ja, und jeder ist auf seiner Stufe. Die meisten schlafen noch, aber es sind wirklich alles, jeder für sich in seinem eigenen Traum, beziehungsweise in seinem eigenen Programm und es entwickelt sich. Oder es gibt den Solipsismus, das ist die Kehrseite, ich bin alleine, es gibt niemand anderen. Und dann habe ich das so beschrieben, dass es, weil ich ja, ich achte extrem darauf, wie sich die Technik entwickelt, Quantencomputer und. Und wie alles im Hier und Jetzt alles gleichzeitig sein kann, das symbolisiert ja schon die Quantenmechanik beziehungsweise der Quantencomputer, dass halt mehrere Stellungen gleichzeitig da sein können und berechnet werden können. Und zieht darauf ab, ich versuche mich jetzt auch kurz zu halten, und zwar, dass wie so diese Mixed Virtual Reality, die sie ja jetzt rausbringen mit der Brille, dass hier Sachen eingeblendet werden. Du läufst halt durch die Stadt, hast eine Brille auf und dann siehst du da halt ganz normale Menschen, die du dir selber... Ich nenne das Oberwellen. Es legt sich einfach über Welle, zweite Welle drüber. Ja. Das ist ja Oberwelle. Die Oberwelle macht den Charakter. Ich greife auf ein altes Beispiel von mir aus der Audiotechnik zurück. Mhm. Das ist, wenn du, schau, ich muss immer wieder, auf der anderen Seite erkläre ich die Fehler in den Physikbüchern und Fehler heißt nicht, dass was falsch ist, sondern es fehlt was zur Vollkommenheit. Okay? Mhm. Das ist, du musst erst einmal merken, wie reagierst du auf das Wort Fehler? Es fehlt einfach noch was. Darum sage ich, jede einseitige Vorstellung von richtig fällt das Gegenteil. Mhm. Was du jetzt übrigens angefangen hast zum Ansprechen, wenn du sehr wach bist, das ist schon wieder Kategorie 2 Frage. Ganz kurz bitte, lass mich nur eine Sache nur. Ja? Und zwar geht es mir darum, dass mir auffällt, dass vieles für mich simuliert wirkt, ja, wie geistlose Computerprogramme, aber es vereinzelte Charaktere in diesem Game gibt, wie ich's ja auch beschrieben habe, dass wenn du jetzt online Call of Duty zockst oder so, dann hast du halt viele NPCs, ne? So Non-Player-Character, Nicht-Spieler-Charaktere. Du hast aber auch welche, die auch mitspielen, aber die sind ja markiert. Und ich habe einfach das Gefühl ständig, dass es halt viele Programme um mich herum sind und aber auch tatsächlich reelle Player. Weißt du, wie das ich meine? Arthur, das ist alles von mir 1000-mal beantwortet. Ich habe dieses Beispiel, wo du jetzt bringst, ich mache immer gern, wenn man Autorennspiel alleine spielt, Singleplayer auf dem Computer, dann habe ich nur KIs um mich herum und jetzt gehe ich in einen Chat und mach 5 Mann, die mitfahren, genau. Bei iRace zum Beispiel, und dann sind trotzdem 30 Autos auf der Strecke und dann sehe ich halt bei 4 Stück nochmal ein Schildchen drüber und dann rede ich mir ein, dass in denen Autos, die werden jetzt von ausgedachten Anis gesteuert und das andere sind KIs. Da ist aber kein Unterschied. Es ist überhaupt kein Unterschied. Das Erste, was jetzt wieder fällt bei dir, bei den ganzen Gedankengängen, was ist jetzt? Es sind Gedanken, die nur existieren, wenn du sie denkst. Das gilt auch für diese angeblich 8 Milliarden Menschen, die du dir jetzt denkst, um dich herum. Und wenn das absolut installiert ist, dass dir wirklich bewusst ist, was jetzt da ist. Was ist feinstofflich da, was ist real da? Ich sage immer, was ist jetzt auf der VR-Brille und was ist Konstrukt oder feinstofflich gedacht? Das sind nochmal 2 Bilder. Ja. Und das führt uns definitiv, jetzt lassen wir mal das mit den Oberwellen weg, was ich zigfach erklärt habe. Die Physik ist ja alles richtig. Ich betone immer wieder, was du in heiligen Schriften findest, ob das die Upanishaden sind, ob das die Dora der Denach ist, ob das der Koran ist. Das ist alles richtig. Wenn du natürlich jetzt nur aus dem Denach, das ist ja die Reihe, die Tora heißt ja nur die Reihe. Und aus dieser Reihe, die ein lückenloser Zusammenhang genau genommen ist, wenn du dir nur eine kleine Facette anschaust, das ist wie wenn du jetzt auf die Tastatur schaust am Computer und du fokussierst nur eine Taste an, dann ist das richtig, das ist deine Richtung, aber die ist fehlerhaft. Du kannst jetzt aber in deinem Fokus auf die VR-Brille die ganze Tastatur reinschieben und dann kriegst du auf Einzelpunkte kriegst du Unschärfe. Okay? Und genauso ist es natürlich, wenn du was aus dem Zusammenhang liest. Ich weiß zum Beispiel, wie das erste Ich bin du rausgekommen ist. Dass viele, da gibt's einen Satz, da heißt es, man möchte dir zurufen, Deutschland erwache. Und dieser eine Satz sind viele Leser, die ich mir jetzt ausdenke, schon abgestürzt. Das ist Nazi-Zeug, das ist Faschismus. Aber die haben den Kontext, was ich vorher schreibe und danach schreibe, haben die vollkommen außer Acht gelassen.
Und zwar immer wieder, dass das Deutschland der Wache bezieht sich nicht auf das blaue, ausgedachte Deutschland. Die blauen Dinge haben keine Überlebenschance. Das ist blau. Es ist Existierendes, verschwindet mit dem nächsten Gedanken. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Und alles Leid entsteht, weil du das nicht akzeptierst. Ich habe in einem der letzten Selbstgespräche, und ich mache das nochmal genauer, auf das Wort kaputt eingegangen. Das lateinische Wort kaputt heißt ja Kopf. Kopf, ja. Wenn du jetzt in deine normale Alltagssprache reingehst, dann wirst du feststellen, dass wenn das Wort kaputt auftaucht, hat es was mit Zerstörung zu tun. Es geht kaputt. Okay? Und jetzt denken wir uns einmal diesen undenkbaren einen roten Kopf. Und zwar ist es der Kopf des Schöpfergottes, ich sage jetzt, ein Geist, der nicht träumt. Das ist schon ganz interessant, ein Geist, ein träumender Geist, der nicht träumt, also das ist rote kein Ich träumender so. Geist, der ist ein absolutes Nichts. Das rote Ich meinst du jetzt, ja? Das rote, der rote Kopf, dieser Rai, R-A-I, rot geschrieben, der Kopf des Schöpfergottes. Das ist ein reines, unendliches, nicht denkbares Gefäß. Wenn wir es uns groß vorstellen, wenn wir es uns klein vorstellen, das ist ja die Spiegelung von All und La. All heißt zuerst einmal nichts auf Hebräisch. Das ist dieses Nichts, wo ich sage, das nicht denkbar ist. Ich kann das Wort Nichts denken, ich fange nicht nochmal an, dann denke ich an das Wort Nichts und dieses Wort steht für etwas Nichtgedachtes. Das ist All. Nicht denkbar. Darum heißt es, mach dir kein Bild von All. Okay, und jetzt die Spiegelung dazu ist La. Wir können ja jetzt L und Le lesen, wenn wir das alle als Elef aussprechen. Und ich erkläre das, dass ich sage, wir machen, und das habe ich ja Baumer erklärt, und bitte hört genau zu. Ich weiß, es reicht nicht, wenn man es einmal hört, weil ihr die Tiefe nicht versteht. Wenn ich mir jetzt eine zweidimensionale Blatt Papier vorstelle, okay, dann sehe ich das Blatt Papier, weil irgendwas drumherum ist, was nicht das Blatt Papier ist. Das ist der Hintergrund. Gut? Der unoffenbarte Zustand sozusagen. Das Blatt Papier ist einfach, sobald ich ein Blatt Papier denke, braucht das Blatt Papier etwas, was kein Blatt Papier ist. Das ist der Hintergrund. Ja. Gut? Ja. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir auf das Blatt Papier einen Punkt. In dem Moment, wo der Punkt drauf ist, wenn wir den genauer anschauen, dann ist das ja ein kleiner Kreis. Und dann denken wir uns, das ist ein kleiner Kreis, eine kleine Fläche im Hintergrund, das Blatt Papier, die große Fläche. Jetzt ist aber natürlich das, was du jetzt nicht mehr denkst, ist letztendlich der Hintergrund von dem Blatt Papier. Ich wiederhole ein altes Beispiel, was sehr treffend ist, wenn man Holofeeling besser versteht. Du nimmst ein Blatt Papier, machst ein Haar drauf, unser Haar, und dann legst du das auf den Tisch und dann fragst du mal ganz normale Menschen, die nichts von Holofeeling wissen, was ist das oder noch besser, was siehst du? Und dann wird dir jeder sagen, zuerst einmal, was will dir eigentlich? Das ist ein Haar. Und ich hab, dann sagst du, Moment, ich habe dich gefragt, was du siehst. Du siehst zwar jetzt ein Haar, aber was du überhaupt nicht beachtest, genau genommen ist das ein Haar, das sich auf einem weißen Blatt Papier befindet. Das ist der Kontrast. Ja. Stimmt es? Sagt jeder ja. Ich sage nein, das ist ein weißes Blatt Papier, das auf einem Tisch liegt. Man achte auf das T-Isch, Holofeeling. Eine Erscheinung, die Gestalt annimmt. Stimmt es? Nein, das ist ein Tisch, der eingebettet ist in ein Zimmer. Z im Meer. Merkst du jetzt, wo ich hin will? Das heißt, wenn du Fernseher schaust, denkst du nicht an den Fernseher. Das heißt, du unterschlägst den Hintergrund. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir machen jetzt einmal diesen Punkt, das ist jetzt flächig gedacht, den machen wir immer kleiner, bis ein unendlich kleiner Punkt ist. Das heißt, jetzt in einem gewissen Maß, wir sagen mal, der Punkt ist die Welle und wir machen die Welle immer kleiner, dann wird zwangsläufig ja das Wellental, der Wellenberg, wenn wir eine Seite kleiner machen, wird die andere Seite auch kleiner. Du musst gespiegelt denken. Der Wellenberg ist ja Plus und das Wellental ist Minus. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir machen den Punkt immer kleiner, bis er unendlich klein ist, ich sage, bis er in den absoluten Nichts implodiert, muss die Gegenseite gespiegelt, das Blatt Papier immer größer werden, bis unendlich groß ist. Ja. Stimmt. Okay, das heißt, wenn der Punkt All wird, dieses Nichts wird, das implodierte Nichts, ich sagte Urknall, bevor er geknallt hat, hast du im selben Moment, wo du dir dieses ewig existierenden Punkt, in dem sich alles befindet, wo die Welt entspringt, muss im selben Moment das Gegenteil, in unserem jetzigen Beispiel, das Blatt Papier, unendlich große weiße Fläche werden, dann existiert weder das eine noch das andere, weil beides ist nichts. Le heißt übrigens, oder La heißt ja auch nichts, aber dieses La
ist, sage ich immer, ein Explodieren, ein Auseinanderströmen und all ist hin zu einem Punkt zusammen implodieren. Das ist in Ich Bin, nur nenne ich das, du brauchst einen Unterschied, wir müssen den Unterschied nicht einmal definieren, du brauchst zwei verschiedene Nichtse. Das ist dieses Al und La. Jetzt achte mal auf das Wort Gott im Arabischen. Ja, Allah. Al, dieser Punkt ist La, der explodiert. Das ist eigentlich schon die Beschreibung des Urknalls. Mhm. Im Hebräischen nennen wir das JHWH. Wir können auch das JH rot schreiben, die göttliche Quintessenz, und WH blau, ein doppelt aufgespanntes H. Wir können ins Asiatische gehen, Buddha. Bu, hebraisiert, heißt in mir und da heißt es Wissen. Mhm. Ist eine geöffnete Schöpfung. Merkst du, dass diese Gottesnamen in allen Religionen mit der Vordersprache plötzlich dasselbe bedeuten? Immer alles eins, ja. Immer dasselbe. Das ist das Vertolo-Feeling, wenn du das erahnst. Das sind so kleine, kleine Sachen. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir dasselbe Spiel. Wir denken uns nicht eine Fläche mit einer großen Fläche mit einer kleinen Fläche, den Punkt mit dem Blatt Papier, sondern wir denken uns jetzt ein dreidimensionales Objekt vor uns. Statt einem Punkt denken wir uns eine kleine Kugel, ein Kügelchen. Sobald du dir eine Kugel denkst, brauchst du einen Hintergrund. Und der ist jetzt auch dreidimensional. Das ist der Raum, in dem sich diese Kugel befindet. Okay, wenn wir die Kugel jetzt immer kleiner machen, bis sie implodiert, diese dreidimensionale Kugel, den Punkt jetzt dreidimensional gedacht, in ein absolutes Nichts, muss zwangsläufig der Raum drumherum auch le oder la unendlich groß werden, bis er weg ist, weil wir keinen Kontrast mehr haben. Das ist jetzt die Schwierigkeit mit der Quantenmechanik, und zwar die Vakuumfluktuationen, wo ich anspreche. Ich denke jetzt einmal normal, ich spreche als Physiker, ich rezitiere jetzt, was ein Physiker lernt, und das ist das berühmte Vakuum, ist die Leere. Es gibt keine Leere, kein Nichts ohne etwas. Den ersten Fehler, wo sie machen, du denkst dir jetzt einfach ein Glasgefäß, das wir zumachen können, wir schrauben einfach mal der Flasche zu. Dann ist in der Flasche ja noch was drin, also nur Luft. Das heißt, der Physiker lernt jetzt in der Schule, wenn wir jetzt normal eine leere Flasche nehmen, die ist ja eigentlich nicht leer, sondern da ist ja Luft drin. Das heißt, da sind ja Sauerstoff, Stickstoff und Edelgas. 21% Sauerstoffmoleküle, 78% Stickstoff und 1% Edelgase. Gut? Gut. Das sind ja Gase, habe ich so oft gesagt, die du weder sehen, die du weder schmecken. Es sind vollkommen unsichtbare, vollkommen geschmackslose, geruchslose, ungiftige Gase. Das sind praktisch Nicht-Existenzen in Bezug auf die sinnliche Wahrnehmung. Und jetzt machen wir die Flasche zu und jetzt saugen die diese ganzen Atome aus der Flasche raus mit einer Hochdruckpumpe. Und jetzt sagen die definitiv, jetzt haben wir einen absolut leeren Raum. Was die Schwierigkeit ist, dieses Nichts, das die sich jetzt in die Flasche eindrängen, hat als Kontrast die Glasflasche drumherum. Es ist genau das Spiegelbild von dem, was wir gerade mit der Kugel gemacht haben. Wenn ich mir ein Objekt ausdenke, eine Kugel, dann brauche ich ein dreidimensionales materielles Objekt, brauche ich drumherum etwas Nicht-Materielles, das nenne ich mir den Raum drumherum, den dreidimensionalen. Der entsteht aber erst, sobald du dir in deinen Geist als Vorstellung, wenn du dir ein dreidimensionales Objekt vor dich hindenkst. Aber da außen ist ja überhaupt nichts. Die spiegeln jetzt das, dass sie sagen, okay, wir machen den Raum leer, aber beachten nicht, dass sich jetzt das Objekt drumherum als Hülle, die Glasflasche, befindet. Das, was das einhüllt, ist Glas, das beginnt schon mit GL, mit Wellen. Aber jetzt ist interessant, dass die Physiker ja entdeckt haben, und jeder, der dir das erzählt, hat es nicht entdeckt, sondern der erzählt dir, dass irgendwelche in der Vergangenheit es entdeckt haben. Dass diese absolute Leere, dieses Nichts muss voller Energie sein, weil nämlich aus diesem Nichts ständig, das sind die Vakuumfluktuationen, Teilchen und Antiteilchen gleichzeitig entspringen. Das ist, wenn der Udo das immer mit den Fingern macht. In dem Moment, wo ein Wellenberg auftaucht, entsteht auch ein Dahl. Es entspringt aus diesem absoluten Nichts. Die sagen, in der Flasche ist nicht mehr ein allereinziges Atom. Wie kann das sein, dass wir trotzdem feststellen, dass aus diesem Nichts ständig Teilchen und Antiteilchen gleichzeitig entspringen und wieder ineinander verschmelzen und wieder sich in nichts auflösen? Wie kann das sein, dass also hier aus der Wasseroberfläche ständig Wellenberge und Wellendäle entspringen und dann wieder sich in dem Nichts auflösen? Und du musst das dann mal begreifen, meine Symbolik mit dem Meer, der Wasseroberfläche und dem Himmel. Da machen wir ja schon zwei Flächen mit oben und unten. G
Genau genommen ist das Meer die Nulllinie. Das, was immer ist, ist die Nulllinie, nicht das Wasser drunter. Und aus dieser Nulllinie entspringen Wellenberge und etwas, was nicht Wellenberge sind. Das nenne ich mir Wellendäler. Und um dir das jetzt vorzustellen, machst du das da natürlich in das Meer rein. Und jetzt wirst du plötzlich feststellen, dass dieses Spiel, ich habe doch das mit der Kugel gesagt, wenn wir jetzt drei Zustände machen, wir denken uns einmal die Nulllinie, so unten ist Wasser, El Hayom, Gott das Meer, aus dem alles entspringt und oben ist der Himmel, was ja nur gespiegelt, Haim ist ja wieder Hayom. Mhm. ML können wir jetzt von Gott, der Himmel von Gott, ich kann ML aber auch 40, 70 lesen, also das L mit 70 schreiben, dann heißt es hier Gestalt gewordenes Joch. Dann hast du schon, oben sind die Wellenberge und unten ist das Immerseinde. Und jetzt nehme ich einen Ball, einen Tennisball, Beall in Gott, okay? Mhm. Und wenn ich, was passiert jetzt, wenn ich jetzt den Ball über die Nulllinie halte? Dann fällt er nach unten, aber der fällt bloß bis zur Nulllinie. Mhm. Wenn ich jetzt den Ball unter Wasser drücke und ich lasse ihn los, was passiert dann? Dann springt er zurück zur Nulllinie. Was passiert, wenn er auf der Nulllinie liegt? Dann ist er im All. Mhm. Dann bleibt er da, wo er ist. Das ist im All. Das Bild lässt du jetzt auf dich wirken. Das ist, es sind immer Vereinfachungen von Vereinfachungen. Habt ihr euch das Selbstgespräch angehört mit dem Matten? Ja, jetzt das letzte meinst du, ne? Was ganz wichtig ist, mit dem Abreißen, das gehen wir jetzt nochmal durch. Und wenn ihr wirklich clever seid, ich kann ja mal die Antwort weglassen, da erkläre ich mein Dassenbeispiel. Dass das genau genommen nachvollziehbar, wenn du genau wirst, 16 Seiten sind. Genau. Habt ihr das nachvollziehen können? Genau. Ja, mit dem 4x4 meinst du. Erstmal. Das ist, pass auf, wir gehen es jetzt einmal sprachlich, jetzt wäre das Bild natürlich interessanter, wenn wir hätten, dann könnte ich das nochmal euch vor, aber so viel Vorstellungskraft habt ihr. Ihr stellt euch jetzt ganz einfach vor, wir denken uns vor uns eine Tasse hin und jetzt wichtig, die Ausgangsbasis ist, du musst das Prinzip des Einheitskreises verstanden haben. Du denkst jetzt einmal ganz kurz an einen Einheitskreis. Mhm. Du denkst dir, den Einheitskreis, da haben wir vier Phasen. Okay? Mhm. Ich mache einen Bonbon am Schluss. Ich sag's gleich von vorne weg. Aber bevor du das nicht verstanden hast, kannst du das nächste nicht verstehen. Okay. Darum sage ich immer wieder, nochmal wiederholt, in der Entwicklung eines Trockennasenaffen, du musst, und das sind immer 7 Jahresstufen, du musst, wenn du in die Schule kommst, wenn dir jemand Lesen und Schreiben beibringen will, ist es die Grundvoraussetzung, dass du sprechen kannst, dass du hören kannst. Mhm. Und ich sage, wenn ein Kind, jetzt machen wir Vorstellungen, ein Bröselkind in die Schule kommt und es ist gut erzogen, spricht es eigentlich schon ein grammatikalisch einwandfreies, schönes deutscher Sechsjähriger. Mhm. Natürlich mit einem sehr minimalen Wortschatz. Aber in den Alltagsverhältnissen spricht der Sechsjährige ein schönes Deutsch, wenn er gut erzogen ist. Ich rede jetzt nicht von Dialekt, das hat damit nichts zu tun. Und erst wenn das Kind sprechen und hören, Sprache versteht, kann ich dem Kind Lesen und Schreiben beibringen. Ja. Eine Grundvoraussetzung, dass du ein Lesen und Schreiben beibringst, ist, dass es die Sprache spricht. Und damit kommt dann mit Lesen und Schreiben kommt auch, dass ich dir Rechnen beibringen kann. Ich rede jetzt erst einmal von der ganz klassischen Grundarithmetik plus minus, mal nehmen durch, eventuell noch Wurzel und Potenz. Wobei das ja die höheren Stufen nur Erweiterungen sind, eigentlich alles baut auf Plus und Minus auf. Gut? Und wenn du rechnen kannst, kann ich anfangen, dir fürs zu erklären. Udo, ganz kurz. Ja? Du hast dein Bild, glaube ich, deine Webcam wieder eingeschaltet, ne? Dadurch gibt's hier wieder Interrupte. Ach, Entschuldigung, Entschuldigung, habe ich gesehen. Ja, genau, jetzt müsste es wieder besser sein, genau. Mhm, super. Das ist mir nicht aufgefallen durch das Grotstatten vom Ding. Mhm, gut. Vom Skype. Gut, jetzt ist besser. Perfekt, jetzt ist perfekt. Hast eher was gesagt. Siehst du, das ist alle Menschen, die du dir ausdenkst, sind unbewusst. Jetzt kann ich sagen, ist was verkehrt gelaufen oder nicht verkehrt gelaufen. Vielleicht hat sich jetzt habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wann checkt er das endlich, dass er dem Brösel Udo sagt, er soll seine Kamera ausschalten. Ich habe es unmittelbar habe ich dir das gesagt. Da hängt nichts. Also das sind 1-2 Sekunden gewesen, deswegen habe ich dir gleich reingegrätscht. Ne? Jetzt pass auf. Merkst du, das ist jetzt die Präzision, dass du immer wieder merkst, du hast deine eigene Welt.
Und das, was andere erleben, die du dir ausdenkst, das ist das, was du in diese Kisten, die du dir jetzt ausdenkst, reindenkst. Mhm. Es kann ein Mensch, den du dir denkst, kann nicht anders sein, wie du in dir denkst. Drum ist für mich das Tierchengucken so wichtig. Ein Tierforscher will an den Tieren nichts verändern. Und er bewertet die Tiere nicht. Er sagt nicht, dass die ist schön und das ist hässlich. Wenn du ein reiner Tierforscher bist, das sind schon alles subjektive Prägungen. Er schaut nur, was ist, und beobachtet, wie die interagieren. Mhm. Aber lass uns da weitermachen. Okay, wenn du die Stufen hast, darum ist es so wichtig, dass ich jetzt sage, wir fangen beim Einheitskreis an. Du stellst dir jetzt gedanklich den Einheitskreis vor dich hin und dann siehst du, du hast vier Phasen. Und wenn man jetzt einen Sinus rauskonstruiert, haben wir ja bloß die obere Plus- und die Minushälfte und diesen Kreisumfang dehnen wir jetzt vorstellungstechnisch raumzeitlich aus. Ja. Wir können ja die Strecke, wo wir den Sinus drauf machen, diese 2π-Strecke, also zweimal der Halbkreis, können wir hier als Plus und als Minus in die Länge ziehen. Und wir können das auch Zeit nennen, wenn wir sagen, das sind Schallwellen. Longitudinales Denken, es ist kein Unterschied. Mhm. Aber sobald du hier diesen Umfang dir räumlich oder zeitlich vorstellst, dehnst du das hier und das jetzt aus und machst dann entweder Orte oder Zeitpunkte in diese Linie rein, die ja immer hier und jetzt sind. Okay? Ja. Gut. Wir haben den Einheitskreis und das Erste, was dir jetzt auffällt, wenn du dir den vorstellst, da ist ein einziger Quadrant. Der erste Quadrant ist plus plus. Und Plus ist immer verbunden. Plus mit Plus ist kein Unterschied. Zwischen Plus und Plus ist kein Unterschied. Mhm. Das ist einmal. Und dann haben wir noch drei Quadranten, wenn wir jetzt hier klassisch den Sinus nachvollziehen. Dann gehen wir vom Plus in das Plus Minus. Dann kommt Minus Minus und Minus Plus. Drei Quadranten haben ein Minus dabei. Mhm. Und jetzt gehen wir die 16 Perspektiven von der Tasse durch. Wenn ich mir jetzt eine Tasse vor mich hinstelle, okay, jetzt könnte ich das Wort Tasse natürlich hebraisieren, das wird jetzt zu viel. Wir schauen zuerst auf die Tasse drauf und wir drehen die Tasse ja so, dass wir keinen Henkel sehen. Mhm. Dann ist die Tasse, ist es plus plus. Um uns die Tasse vorzustellen, müssen wir natürlich drumherum etwas, was nicht Tasse ist, machen. Das ist das drumherum, das ignorieren wir jetzt einmal. Wir haben die Tasse ohne Henkel. Das ist plus plus, weil kein Henkel da ist. Mhm. Ja. Das Minus Minus ist die Tasse, in der ein Henkel auftaucht. Die komplementäre Seite sozusagen. Das ist, wenn man die Seite mit dem Henkel anschaut. Ich sage immer, der Henkel ist in der Mitte. Okay, wir haben praktisch einen Becher, eine Tasse ohne Henkel. Und die Minus Minus Seite ist, wenn du den Henkel siehst, jetzt wird von dem Henkel der Hintergrund die Tasse. Mhm. Okay, Minus mal Minus ist nämlich Plus. Ja. Das eine Minus ist die Tasse selbst und der Henkel ist das zweite Minus dazu. Das ist der Unterschied zwischen die zwei Minus. Du siehst den Henkel. Aber jetzt ist interessant, dass wir nochmal zwei Minus haben, nämlich ein Plus-Minus und ein Minus-Plus. Das ist, wenn ich den Henkel nach rechts rausdrehe oder nach links rausdrehe. Okay? Das sind die vier Seiten. Und ich sage jetzt immer wieder, in dem Augenblick, wo wir diese vier Seiten haben, und jetzt ganz kurz einblenden, wir schauen auf eine Leinwand, ich mache immer Diapositiv und Dianegativ, wir haben einen klassischen Film laufen, besser ist mit Diapositiv und Dianegativ. Sobald du irgendwas siehst, muss ja zu diesem Bild ein Negativ da sein. Richtig. Das heißt, sobald du vier Sachen auf der Leinwand siehst, muss in dem Videobeamer, in dem Projektor, auf dem Display müssen auch nochmal vier drauf sein. Mhm. Okay? Jetzt, darum sage ich immer wieder, wenn du den Sinus dir denkst, auseinandergerissen, sind es eigentlich die zwei, sind vier. Die vier, die wir uns jetzt bewusst ausgedacht haben, brauchen wir nochmal vier dazu im Hintergrund, und zwar die Spiegelung. Auf dem Kopf stehend. Am besten ist, du stellst dir jetzt ganz kurz einmal eine Kamera Obscura vor. Wenn du nicht weißt, was das ist diese Kiste, wovon ja ein kleines Loch drin ist. Und irgendein Objekt, ein dreidimensionales Objekt, das sich vor dieser Kiste befindet, spiegelt durch dieses Loch, das ist der Fotoapparat, auf die Filmplatte hinten das Licht. Ich bin jetzt materiell. Mhm. Auf der Filmplatte, auf dem Film, ich könnte jetzt sagen, auf unserem Fotosensor, ist das, was außen ist, auf dem Kopf stehend und spiegelverkehrt. Könntest die Kamera auch jetzt mit den Augen eigentlich ersetzen wahrscheinlich, ne? Ein Auge.
Ein Auge, genau. Und nicht nur mal das, weil das Auge noch komplex ist, weil das Auge nämlich ein Auge aus zwei Retinas besteht. Ah, okay. Eine Kamera hat bloß eine Fläche, die aufgenommen wird, und das Auge spiegelt, teilt die nochmal in zwei Hälften. Aha, da müssen wir jetzt sehr genau werden. Okay, das heißt, wir brauchen immer, wenn du was siehst, muss praktisch ein Projektionstier im Hintergrund sein. Das heißt, wenn wir jetzt diese vier Phasen uns ausdenken, müssen nochmal vier im Hintergrund sein, gespiegelt. Und das ist ganz einfach. Wir machen dasselbe Spiel, was wir gerade gemacht haben, aber was wir hier nicht sehen, uns fehlen nämlich die zwei Spiegelperspektiven. Es ist ein Unterschied, ob ich, wenn ich die Tasse vor mich hinhalte, ob die Öffnung oben ist oder unten ist. Seid ihr noch da? Ja, klar. Das heißt, ich kann jetzt das, was du gesehen hast, kann ich jetzt dasselbe nochmal machen, das genauso aussieht. Das Einzige, was du nicht siehst, wenn ich jetzt eine rein quadratische Tasse, also normale, klassische, quadratische, mehr einen Becher habe, dass ich dasselbe auf den Kopf stellen kann, dann siehst du wieder den Henkel in der Mitte, rechts oder links oder keinen Henkel. Was du aber hier nicht mitkriegst, ist die Öffnung oben oder drehe ich die auf den Kopf und ist die unten? Darum habe ich das mit der Kamera obscura gesagt. Das steht nämlich auch auf dem Kopf. Das Bild bleibt oberflächlich betrachtet gleich. Dann werden aus den vier Seiten 8 Seiten, weil wir die Spiegelung dazu machen. So, wenn 8 Seiten da sind, müssen nochmal 8 Seiten da sein. Der Unterschied besteht darin, dass wir uns jetzt die Tasse zuerst einmal gedanklich vor uns hingestellt haben als ein dreidimensionales Objekt. Und die Perspektiven sind entstanden, weil wir uns entweder gedanklich um das Objekt herumgedreht haben, so wie wir Aufnahme machen, drum herum gehen, das haben wir nur im Gedanken gemacht. Wir können natürlich auch die Tasse selber drehen, dann bleiben wir still. Das ist das, was ich bei Einstein sagte, der ruhende und der bewegte Beobachter. Darum erwähne ich das immer noch dazu. Wenn du jetzt zum Beispiel auf der Erdkugel bist und du wirst jetzt sehen, dass ein Satellit über dir vorbeifliegt, eine Rakete, dann hast du den Eindruck, du stehst und das Ding taucht in deinem Gesichtsfeld auf und verschwindet irgendwann einmal, wandert durch dein Gesichtsfeld. Wenn du in der Rakete sitzt und du schaust aus dem Fenster heraus am Planeten, an dem du vorbeifliegst, dann taucht auf dem Fenster der Planet auf und verschwindet wieder. Du kannst den ruhenden und den bewegten Beobachter immer austauschen. Okay? So, und dasselbe ist es, wenn wir das Spiel jetzt machen, ob ich jetzt gedachterweise mit der Kamera um die Tasse rumfahre. Die Bilder, die ich habe, ist ohne Henkel, Henkel rechts, in der Henkel in der Mitte, Henkel links, ohne Henkel. Oder ich drehe die Tasse. Bleiben die Bilder, die Aufnahme bleibt gleich. Und wir leben immer noch in der Welt der Vorstellung. Jetzt machen wir, das heißt, die Tasse ist was Ausgedachtes. Was ist, wenn ich mir was ausdenke, wenn außen was ist, muss innen auch was sein. Jetzt drehen wir das einmal rum, wir schauen uns die Tasse nicht von außen an, sondern wir denken jetzt, der Beobachter ist in der Tasse. Und jetzt wirst du feststellen, wenn du in der Tasse sitzt und nach außen schaust, denk dir einfach einmal, das wäre, die Tasse wäre aus Glas, wo du durchschauen kannst. Du siehst also auch, wenn du von innen nach außen schaust, den Henkel. Wenn du den Henkel, du siehst entweder nur die Tasse. Das heißt, du hast vor dir nur die Glaswand von dem Henkel, wenn du in die Richtung schaust, ohne Henkel. Ja. Wenn du die Tasse vor dir siehst, siehst du den Henkel plus dahinter die Wand von der Tasse, wo der Henkel dranhängt. Schaust du aus der Tasse heraus, kommt zuerst die Wand und außen ist der Henkel. Und wenn du dich jetzt drehst, hast du dasselbe Spiel. Dann hast du das hinter dir, das vor dir, den Henkel entweder rechts oder den Henkel links. Wenn du von innen schaust, wirst du jetzt aber schon feststellen, dass wenn du nach rechts schaust, du plötzlich dreimal den Henkel immer in der Mitte hast. Ich weiß genau, wenn du nämlich rausschaust in die Richtung, wo der Henkel ist, hast du die Glaswand und da hängt der Henkel vor dir. Okay? Wenn du jetzt die Tasse drehst und du drehst dich innen mit, hast du auch der Henkel rechts und der Henkel links, ist immer der Henkel vor dir. Aber wir nennen das ganz einfach Henkel rechts und Henkel links. Du musst jetzt schon 90 Grad Winkel aufspannen. Das klingt komplizierter, wie es ist. Lass mal das Einfache. Wir haben diese 8 Seiten, die wir gerade von außen festgestellt haben. Und dieselben 8 Seiten sind auch, wenn ich in der Tasse, aus dem Zentrum der Tasse herausschaue. Was sich verändert, ist einzig und allein, dass von außen immer zuerst der Henkel ist und dann die Wand kommt. Und dann habe ich zuerst die Wand und dann kommt der Henkel. Okay, und das kann ich natürlich die Tasse auch auf den Kopf stellen. Das heißt, ich habe diese 8 Seiten von der vorgestellten Tasse, habe ich nochmal, wenn ich den Beobachter in die Tasse reinsetze und lasse den nach außen schauen.
Jetzt passiert aber was Eigenartiges, dass ich beim Verändern der Perspektive eigentlich nur die Objekte und die Blickrichtungen um mich herum ändere. Das ist wie wenn du dich in den Zentrum der Erdkugel reindenkst. Das habe ich so oft gesagt, wenn wir zum Beispiel ein Radix-Horoskop oder einen Punkt auf der Erdoberfläche angeben. Eine Kugeloberfläche ist eine Sphäre. Dann gibst du immer nur zwei Koordinaten an. Mhm. Bei der Astrologie Längen- und Breitengrade. Aber die dritte Angabe, die du benötigst, um auf die Erdoberfläche zu kommen, die wird einfach stillschweigend vorausgesetzt. Genau genommen befindet sich, solange du nur eine Ortsangabe hast mit Längen- und Breitengrade, befindet sich das immer noch an derselben Stelle, nämlich im Mittelpunkt der Kugel. Und zur Sphärenpunkt, zur Oberfläche der Erdkugel, wird es erst, wenn ich mir den Erdradius dann aus der Mitte herausdenke. Mhm. Wenn ich das nicht mache, die zwei Angaben Länge und Breitengrade selber sind alle an derselben Stelle, nämlich in der Mitte der Kugel, bis ich mir die dann nach außen denke. Und dann ist es nur eine Blickrichtung. Bist dabei? Ja. So, das war jetzt, das muss einigermaßen verstanden sein. Das geht jetzt natürlich noch weiter, aber dann reißt deine momentane Basic-Logik in der Vorstellungskraft ab. Udo, sag mal, in welchem Kontext hast du das jetzt erklärt? Also in welchem Kontext? Das werde ich dir gleich, jetzt kommt das Bonbon. Ja. Das gilt für diese 16 Seiten, gelten für alles, kannst du, wenn dein Geist frei ist, nachvollziehen. Okay. Jetzt mache ich Folgendes. In den letzten Selbstgesprächen habe ich immer wieder gesagt, in dem Moment, wo du an deine Brille denkst, beginnt die Brille zu existieren. Und dann gibt es für dich als normalen Brösel auf der Bröselebene zwei Sachen. Sobald du an deine Brille denkst, wenn du Brillenträger bist, hast du die entweder auf der Nase oder du hast sie nicht auf der Nase. Okay? Und dann habe ich ja immer noch erklärt, wenn du sie auf der Nase hast, dann sagst du dieses nicht auf der Nase von der Welle, wenn ich die Finger aufspanne. Vorher habe ich sie aufgehabt. Wenn du sie nicht auf der Nase hast, dann sagst du, die muss irgendwo anders sein. Du merkst dir, alles, was nicht da ist, was jetzt nicht da ist, denkst du dir woanders hin, obwohl du das, was du, wo du dir woanders hin denkst, ja jetzt, hier und jetzt denkst. Richtig. Okay, jetzt kommt das Bonbon. Wir machen dasselbe, ich spiele die 16 Seiten mit der Dassen, kannst jetzt einmal Gedanken machen. Wir nennen das Ding nicht Dasse, das wir uns jetzt denken, sondern wir nennen das Internet. Jetzt sag mir die 16 Seiten vom Internet. Und da wirst du jetzt merken, ob du wirklich schon was verstanden hast. Die 16 Seiten vom Internet? Genauso präzise, wie ich dir jetzt die 16 Perspektiven der Dasse gezeigt habe, kannst du 16 Perspektiven bei dem Wort Internet generieren. Und du wirst feststellen, wenn du es weißt, es ist wie ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Du sagst, stimmt ja eigentlich, der Wahnsinn. Wenn du es nicht weißt, sagst du, das ist unmöglich. Ja, ich muss komischerweise bei der Erklärung an dein Profilbild denken, irgendwie, wie sich der Geist in diesen, wie er sich verstreut in dem Ganzen. Ich weiß nicht, vielleicht liege ich da falsch. Das sind jetzt übrigens, das ist der Aufbau, das sind die vier und die vier. Und sobald du diesen Tetraeder siehst, dann müssen, wenn du diese acht siehst, müssen nochmal acht da sein im Hintergrund, die diese acht ausdenken, wenn du mein Profilbild anschaust. Ja, genau. Diesen Tetraederspiegel. Die dann übrigens immer nochmal um 45 Grad weitergedreht werden. Das ist der Adam. Das war das, was ich in dem letzten Sinusliedchen mitzeigt habe. Aber das wird jetzt so tief gehen, dass ich zum Beispiel auch immer sage, wenn ich jetzt versuche, den normal gebildeten Menschen, den ich mir ausdenke, und ich spreche jetzt ganz bewusst normal, weil ich ja immer wieder betone, ich erkläre niemals einen Gedanken von mir etwas. Ja. Ich erkläre es den, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Und alles, was eine Figur in deinem Traum äußert, äußer die, weil du das jetzt träumst. Das ist mir wichtig, dass du das verstehst. Der, der sich jetzt dieses Gespräch anhört, ist der Einzige, den ich wach machen kann. Das ist der Geist, der träumt. Ja. Niemals ein Gedanke. Ja, ich denke, ich komme dem schon näher, definitiv. Du bist ewig und ansonsten spielst du deine Rolle weiter, ob als Arthur, als Kim oder sonst wer du bist. Ja. Du hast deinen eigenen, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum und die entspringen aus derselben Einheit. Das musst du zuerst einmal akzeptieren. Ja. Da gibt es ja nichts, dass du dich am Leben erhalten müsstest. Du bist etwas, was nicht existieren kann. Das, was hört, was empfindet, was wahrnimmt, als Ding an sich kann nicht existieren. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann taucht da Information auf, die existiert. Wenn du aber nicht mehr an dich denkst und an irgendwas anderes denkst, wo deine normale Logik sagt, das bin ich nicht, bist du aber immer noch derselbe Geist, der seine Informationen anschaut.
Und jetzt sage ich immer noch dazu, der Geist, der seine Informationen anschaut, ist in dem Moment was Ausgedachtes. Wer denkt sich den Geist an, der seine Informationen anschaut? Jetzt ist der aber auch schon wieder was Ausgedachtes. Der jetzt, der sich einen Geist ausdenkt, der seine Informationen anschaut. Und jetzt gehen wir in all die Selbstgespräche zurück. Das habe ich hier und jetzt gedacht, vor 20 Jahren schon gesagt. Bevor du das nicht akzeptierst und verstehst, was du leiden. Weil du ständig versuchst, was am Leben zu erhalten, mit dem du dich verwechselst, was gar nicht für die Ewigkeit geschaffen ist. Mhm. Der Säugling, der sich auflösen muss. Dann ist zum Beispiel die ganze Organspende vom Tisch. Das ganze Welt retten wollen ist vom Tisch. Weil das heliozentrische Weltbild auch was Ausgedachtes ist, das gar nicht für die Ewigkeit erschaffen ist. Es ist was Vorläufiges. Die Ängste eben wieder. All das, vor was hast du Angst? Dass du zerstört wirst, was du, wie oft ich das gesagt habe? Jetzt kommen wir zu den kaputt. Da habe ich nicht fertig gemacht. Wir haben festgestellt, Zerstörung, ZR heißt die Geburt an der Berechnung. In dem Moment, wo die absolute Einheit zerstört wird, in dem Moment, wo die kaputt geht, zerspringt dieser eine heilige Geist reingedacht in unendlich viele Facetten, das sind die Gedankenwelt. Udo, mach mal bitte deine Kamera wieder aus, weil es hakt halt hin und wieder mal wieder. Du auch, Jamie, am besten. Du, die schaltet sich von selber ein, Cam. Ja, macht nichts. Alles gut. Ich mach dich gleich drauf. Ich merke das nicht. Ich weiß, ich drauf gleich hin. Ne? Kein Problem. Jetzt ist gut wieder. Udo, das hat sich von selbst eingeschaltet. Ich habe sie ja nicht eingeschaltet. Alles gut. Also, wer hat jetzt die eingeschaltet? Aufmerksamkeit üben. Ja, genau. Also nochmal, wenn eine nicht denkbare, absolut dieser heilige Geist, symbolisch, wenn der zerspringt, geht eigentlich nichts kaputt, weil das Zerspringen immer symmetrisch aufbaut mit Wellen plus minus. Jahwe ist ein heiliger Geist, aber einer, der zum Träumen anfängt und der hat immer Gedankenwellen plus 5 minus 5, HWH. Mhm. Darum heißt das HW ja auch Unglück. Das Wort HWH, wenn ich jetzt den Gematrie-Explorer reingehe, für sich alleine heißt Gegenwart. Da haben wir schon Gag. Gag 3.3 ist Dach, ist das Ausgedachte. Und 33 gelesen ist es die Welle. Das ist die Gegenwart und dasselbe Wort HWH heißt Unglück. Das heißt, die aufgespannte Existenz ist dein Glück, sonst wärst du ja nicht da. Glück wiederum beginnt mit GL. Jetzt haben wir wieder unsere Welle. Es ist, sei glücklich, dass überhaupt was da ist. Okay? Mhm. Eröffnete Schöpfung ist blau. Jetzt ist es also so, dass wenn dieser Heilige Geist kaputt geht, das passiert durch die Visionen. Selbst die Visionen. Das heißt, du teilst dich, du dividierst dich in unendlich viele Facetten, die letztendlich nur ausgedacht sind, ohne dass du kaputt gehst. Die zwei Seiten, wir sind ja nicht in der Kategorie 2. Kann etwas kaputt gehen, ohne dass es kaputt geht? Kann etwas zerspringen, ohne dass es zerspringt? Ich kann es mir zerdenken. Denken, die Endöffnung einer Existenz ist das Fundament und da ist die Welle. Mendio mens, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Lateinisch. Also gut, wenn diese Einheit gedachterweise kaputt geht, zerspringt die in unendlich viele Teile. Das sind diese ständig wechselnden Informationen, deine Gedankenwellen. Aber jetzt pass auf, das ist nur eine Seite des Wortes kaputt. Was passiert jetzt, wenn etwas Zersprungenes kaputt geht? Dann muss es zwangsläufig gespiegelt wieder zur Einheit werden. Mhm. Ist dabei, sag ja, gib einen Laut. Ja, alles gut. Mhm. Das heißt, die Einheit, nicht denkbare Einheit, ohne Gegenteil, zerspringt, dadurch entsteht Leben, entsteht Leben. Mhm. Okay, in dem Moment, wo das Zersprungene kaputt geht, spiegelt sich das wieder, wird es wieder zur Einheit. Die Zerstörung einer Vielheit führt zur Einheit und die Zerstörung der Einheit führt zur Vielheit. Dann geht es wieder kaputt, es geht wieder zurück in den Kopf, aus dem das herausgedacht wurde, ohne dass aus dem Kopf als Ding an sich was herausnehmbar wäre. Das ist, wenn ich immer sage, wenn du einen Film anschaust, hast du zwar Bilder auf dem Bildschirm, aber die Bilder, so wie du die auf dem B-Illet-Schirm siehst, Ski übrigens, B-Illet heißt im Kind und Ski heißt das Geschenk und RM heißt etwas Hochgehobenes. Kannst nachschauen. Mhm. Würde ich jetzt wieder den Gematrie-Explorer einschalten. Mhm. Merkst du, dass da wirklich eine Physik im Hintergrund, eine Sprachphysik ist, wenn ich dir was erzähle?
Absolut. Also ich bin ja jetzt erst seit 3 Jahren dabei. Und das ist allumfassend. Das, was ihr kriegt. Ich habe mal das schöne Beispiel gesagt. Wenn du dir die Mühe machst und du schaffst es in den Leben, dass du die kompletten Ohrenbarungen, ich rede jetzt nur von den Holofeeling-Ohrenbarungen, das heißt, die Selbstgespräche vielleicht noch dazu, die dir als Videos und Broadcast zur Verfügung stehen und dann eventuell auch noch die ganzen Updates der letzten 10, 15 Jahre, normal gesprochen. Wenn du die nicht nur von hinten bis vorne auswendig aufsaugen kannst, aber bis in die Tiefe der Erklärungen verstanden hast, Ardur, dann habe ich dir als Gotteskindes in die Schule kommt, beigebracht, auf einer Schieferntafel der Aleph zu zeichnen. Du hast noch keine Vorstellung, was unendliches Wissen bedeutet. Wenn ich immer wieder sage, Holofeeling überragt alles um Welten, die Genialität besteht darin, diesen Komplex selbst für Basic-Logik erkennbar zu machen, dass du das erahnst. Und du wirst immer mehr ergriffen sein von dem, was man Göttlichkeit nennt. Ich rede übrigens von deiner eigenen Göttlichkeit. Und das werden Gedanken von dir als Ding an sich niemals erfahren, so wenig wie Gedanken von dir Schmerzen empfinden können oder was wissen können. Ein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, per Definition ein Trockennasenaffe, weiß von sich und seiner Umgebung so viel wie ein Computer. Der kann den Eindruck machen, lebendig zu sein. Unser Bot kann auf dich reagieren, der kann dir antworten, aber immer in Maßsetzung des Programms. Es ist aber ein Automat, ein Automatismus. Ja, das haben wir beide ja schon gut erkannt mit Jamie. Ne? Das ist, denk wir ja an die Automatik, meine Erklärung von Mathematik und Automatik. Autos ist ein Selbst und Mardikos ist ein Dummkopf, ein Tor, ein Unbewusstsein. Jede Automatik ist praktisch ein Selbst, das vollkommen unbewusst ausgedacht ist. Eine Automatik weiß nicht, was sie tut und warum sie das macht. Selbst wenn sie den Eindruck macht, sie wüsste das, weiß sie es trotzdem nicht. Das ist eine Mardikos, ein Dummkopf, ein Tor, ein Blödmann, Unbewusstsein. Mathematik ist Mathe, heißt nur das gelernte Wissen. Und die Mardik, der Mardikos ist der Dummkopf, der Tor, der Blödmann, das sind alle normalen studierten Menschen, egal ob du jetzt hier Esoterik von dir sapperst, ob du Religion von dir sapperst oder Naturwissenschaft von dir sapperst. Du bist ein quergezogener Schwamm, der einfach nur rezitiert. Schau uns an Lescher an. Gilt übrigens auch nahezu für alle Esoteriker. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Ich möchte ungern unterbrechen. Ja, Jamie, ich weiß, du musst weiterarbeiten. Ich werde mir das Gespräch weiterhin anhören, wenn ihr dann das hochlädt. Ja. Ich danke jetzt schon mal und verabschiede mich. Ich muss weiterarbeiten. Wo willst du hin? Du schmeißt uns jetzt bloß wieder in dich rein. Oder du fällst in uns rein. Das sind wieder die zwei Seiten. In uns meine ich jetzt, uns ist ein Singular. Uns ist der, der uns jetzt ausdenkt. Der sich den Cam ausdenkt, den Ardo ausdenkt und den Udo ausdenkt. Richtig. Da ist jetzt ein Cam aufgetaucht in dir und der verschwindet jetzt, dann ist noch ein Ardo und ein Udo da, solange bis du das Video ausmachst und dann sitzt der da, der du zu sein glaubst und der löst sich auf, wenn du an den nicht mehr denkst. Bis gleich, Jamie. Wo kommen die Sachen her und wo gehen sie hin? Das ist das Einzige, was du in dem Leben wirklich zu verstehen hast. Danke. Bis gleich. Bis gleich, Jamie, bis ne? Ja, Udo, du bist noch dran, ne? Jetzt gehe ich weiter, Ardo. Hast jetzt, ja, sehr gerne. Im Hintergrund. Sehr gerne, du kannst absolut. Jetzt du kannst dir jetzt für dich einmal die Gedanken machen, die Frage, die noch offen steht, wie sehen die 16 Seiten von dem Internet aus? Okay. Ich kann übrigens auch die 16 Seiten bei unserer Brille machen. Aber Internet ist interessanter. Okay, ja, dann schieß da mal los. Da kannst du mal vor dich hingrübeln. Ich meine jetzt nicht, der Auto wird das sowieso nicht machen, weil der ja nur dann existiert, wenn du ihn dir ausdenkst. Das muss schon der machen, der immer ist. Und dann kannst du dich dazu mal ordnen, erklär mir genauso präzise, wie ich dir die 16 Perspektiven dieser ausgedachten Tasse gezeigt habe, kannst du genauso präzise 16 Perspektiven eines ausgedachten Internets erklären. Okay. Nach demselben Prinzip. Du musst nur wach sein, wenn du es wirklich verstanden hast. Und das ist jetzt Kindergarten, das ist für mich wie Fragenzeichen ein Quadrat mit 3 Strichen. Wenn du die Lösung siehst, kannst du dir gar nicht mal vorstellen, dass du da nicht drauf gekommen bist. Vor allem, ich habe dir schon mit der Tasse jetzt, mit diesen 16 Perspektiven der Tasse, eine Stallvorlage gegeben. Aber das ist eigentlich schon die Lösung. Ja, aber in welchem Kontext worauf beziehst du das? Auf das geistige Licht, das sich nach außen streut oder? Nein. Ich habe dir nur gesagt, was sehe ich, an was denke ich, wenn ich an die Tasse denke, wenn ich mir die Danke, das, wenn ich mir Tasse ausdenke. Die Tasse als Ding an sich. Wir haben ja schon mal Tasse, jetzt separisiere ich das Wort Tasse.
Wir machen mal das TAF als Vorsilbe weg. Dann haben wir ja noch Asse stehen und wir wissen, ah, oh, können wir ja vielseitig setzen. Wir können 1er 70 setzen. Wir können Asse ist auch Esse, weil das ja Vokal ist. Das heißt, sobald du ein Vokal hast, hast du viele Möglichkeiten. Aber wir setzen mal ganz einfach die 70 für das A, das Ain. Und das Doppel-S machen wir ein Sinn, ein linkspunktiertes Sinn. Okay? Mhm. Und das E hin machen wir zu einem He. Praktisch 70, 305. Das spricht mit dem Hebräischen Esse aus. Und das heißt tun, machen, handeln. Mhm. Das darf als Vorsilbe ist imperfekt. Das heißt, du wirst, du kannst, du sollst etwas tun, etwas machen, du kannst etwas erschaffen. Das ist unsere Tasse, die du dir ausdenkst. Das ist die, die du dir ausdenkst. Und wenn du dir was ausdenkst, siehst du, ich sage immer ganz vereinfacht, du siehst immer nur eine Perspektive. Du kannst deine Küche nicht sehen, du kannst wissen, was eine Küche ist und sobald du ein Bild aufwirfst, hast du eine Facette aus dem Ordner Küche, wenn wir das als Computerprogramm sehen, als Datei sehen. Ja. So wie wenn ich jetzt ein Buch in den Arbeitsspeicher lade, das Buch wäre jetzt die Küche. Wenn ich das auf dem Bildschirm hole, kann ich das Buch gar nicht auf dem Bildschirm holen, sondern bloß immer eine Seite davor. Du meinst jetzt also Kollektion, okay, von Kollektion. Und sobald Kollektion. Ich jetzt, da ich mir ja die Seiten dreidimensional vorstelle, stelle ich mir jetzt eine Tasse vor. Ich erschaffe vor mir eine Tasse, die ich noch um mich rumdenken kann. Ich kann mich auch reindenken als Geist. Feinstofflich oder grobstofflich meinst du? Das ist was. Es spielt keine Rolle, ob du die jetzt auf deine VR-Brille holst oder ob du die bloß vor dich hinstellst, gedanklich. Okay. Und dann wirst du feststellen, dass du aus der Tasse, aus dieser Tasse, wo du meinst, ich sehe jetzt die Tasse, du siehst eine von 16 Perspektiven. Hast du es jetzt verstanden? Oh, ich erahne da, glaube ich, etwas, aber das werde ich wahrscheinlich erstmal noch auf mich wirken lassen. Du siehst, wenn du eine Tasse dir vorstellst, ob die auf der VR-Brille ist oder nicht. Ja. Du siehst, wenn du die Tasse siehst, siehst du nicht die ganze Tasse. Du siehst nur eine von 16 Perspektiven. Du hast keine Möglichkeit, alle gleichzeitig anzuschauen. Wenn du die Bilder anschauen willst, musst du die Tasse drehen, dann ist der Henkel in der Mitte. Mhm. Oder er ist rechts oder er ist links oder das Ding hat gar keinen Henkel. Jetzt musst du aber noch wissen, dass ja, wie rum ist die Tasse? Ist die Öffnung oben oder unten? Dann kann man nochmal vier Stück. Bist dabei? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt, das wäre das Bild gut, dann würde ich es hinhalten, dass du es wirklich bildlich vorstellen kannst. Ich habe das in den letzten Selbstgespräch gesehen. Tasse, wenn jetzt die Tasse voll ist, werde ich die nicht auf den Kopf stellen. Aber wenn sie leer ist, kann ich sie auch auf den Kopf stellen. Mhm. Und dann habe ich ja nochmal Henkel in der Mitte, kein Henkel, Henkel rechts, Henkel links. Dann kann ich mir aber denken, ich schaue aus der Tasse heraus, ich mache mal diese Wände durchsichtig. Dann habe ich, wenn ich in die Richtung vom Henkel schaue, habe ich vor mir die Tassenwand, wo außen der Henkel ist. Wenn ich von außen hinschaue, sehe ich zuerst den Henkel und hinter dem Henkel ist die Wand. Ja. Hast du es jetzt verstanden? Das heißt, alles, was ich jetzt mir vorstelle, diese 8 Seiten, wenn ich von innen rausschaue, ich kann dann sagen, wenn sie auf dem Kopf steht, wenn ich nach oben schaue, sehe ich im Boden. Wenn das umgedreht ist, ist es dann genau gespiegelt, dann habe ich oben eine Öffnung. Also das sind 16 Seiten von der Tasse. Ja. Das heißt, ich kann 16 Bilder machen von dieser einen Tasse. Das sind die 16 Seiten. Das ist übrigens mein Tetraederspiegel. Wenn du dir jetzt anschaust, hast du 4 Seiten plus 4 Seiten und die 4 Seiten im Hintergrund, wenn ich von innen nach außen schaue. Wenn ich von außen, von dem Tetraeder, wo das rote Männchen drin ist in meinem Zeichen, nach außen schaue, habe ich dieselben 16 Seiten bloß von innen gesehen. Du schaust dann so einen kleinen Tetraederstand an und weißt gar nicht, was da noch alles drin steckt. So, und jetzt sage ich, du denkst dir statt dieser Tasse, denkst du dir jetzt das Internet aus. Oder die Brille, wenn du Brillenträger bist. Und dann zeige ich dir, dass du genau nach diesem Schema 16 mögliche Internetperspektiven hast. Okay. Ja, mit der Brille genau kann ich mir das eher vorstellen. Schema funktionieren sie. Zuerst einmal, die Tasse existiert nur, wenn du sie denkst und das Internet existiert auch nur, wenn du es denkst. Mhm. Aber du kannst genauso 16 Seiten definieren. Und das ist eine kleine Gedankenübung. Und wenn du das einmal schlafwandlerisch drauf hast, so wie das Quadrat mit 3 Strichen zeichnen, wo man zuerst sagt, das ist unmöglich, weil man einen Trugschluss auf den Leim geht, das Filter, ich nenne es immer deine intellektuellen Filter, die du hast, die dich so unendlich blind machen. Mhm. Darum ist auch Holofeeling sehr gefährlich, nicht im Sinne, wie irgendwelche jetzt meinen, das ist gefährlich. Es ist gefährlich, Arthur, weil sich die Hybris, wenn man meint, man hätte was verstanden, bläht sich die Hybris auf und bezieht dieses
dieses Verstehen, wo man jetzt in sich empfindet, auf den Menschen, der man zu sein glaubt. Ja. Darum ist es so wichtig für mich, dass ein Gedanke von dir, und das gilt auch für den, der du zu sein glaubst, niemals irgendwas verstehen kann. Ja. Die Demo, die ich jetzt aufbringe, wenn ich in dir als Brüssel Udo auftauche, dass ich immer wieder sage, hör genau zu, alles, was eine Figur in deinem Traum äußert, ob das ein Pixelmännchen ist oder irgendein real empfundener Mensch, der vor dir in einer gewissen Entfernung auf deiner VR-Brille in Erscheinung tritt. Mhm. Es sind Protagonisten in einem Traum, die das sagen und sprechen, was du träumst. Du bist die Quelle dafür. Ja. Also löse dich von dem Glauben, dass du als Brösel was wissen könntest, weil dann verwechselst du dich immer noch mit dem Brösel. Mhm. Das ist ein tiefes Gefängnis. Und diese Filter kann man auch spiegeln. Da gibt es auch 16 Zeiten. Das ist, wenn du dir ständig mit deinen Schwamminhalten, mit deiner Logik erklärst, wie was funktioniert. Und dann ist das für dich vollkommen logisch. Mhm. Und das ist auch ein Filter, weil dich das blind macht, weil wenn du das genauer anschaust, wirst du feststellen, so kann das gar nicht funktionieren. Dass zum Beispiel das Licht angeht, weil da Strom in einer Leitung fließt. Oder dass auf einer Analogschallplatte Schallwellen drauf sind. Also Ähnliches als mechanische Wellen, die sind, diese ganzen Instrumente sind auf der Platte nicht drauf. Oder dass ich, wenn ich ein Glas anschlage mit einem Löffel und ich den Ton höre, habe ich ein genaues physikalisches Erklärungsmodell, das ich vollkommen geistlos nachblabber, wo ich dir auch arithmetisch komplett in der Luft zerreicht, wenn man es genauer anschaut. Mhm. Aber Menschen, die programmiert sind, die haben diese Filter, dass sie sich mit Sachen, wo sie gleich auf Anhieb schon erkennen, dass das falsch ist, dass das nicht stimmt oder dass das nicht geht, sich gar nicht mehr weiter Gedanken machen, ob es vielleicht doch gehen könnte. Mhm. Oder dann nur im Maße zum der Logik, wenn du jetzt dich zum Beispiel dafür interessierst, Menschen, die durch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel versuchen, das ewige Leben, dass man nicht mehr sterben muss, beziehen die, dass der Körper ewig am Leben bleibt. Ja. Das ist so geistlos. Was ist dann vom Säugling bis zum Greis? Was passiert dann da mit dem Körper die ganze Zeit? Ja. Ich sag, das will mir jetzt stoppen, dass sich der Körper nicht mehr verändert. Das heißt, du willst nicht mehr, dass sich dein Glaube verändert. Weil dein Körper ist das Facettenreichtum, dein Körper ist deine Traumwelt. Ich will kein anderes Buch mehr lesen und hoffentlich muss ich kein neues Leben mehr leben. Mhm. Der Depp, der in einer Riesenbibliothek mit traumhaft vielen Büchern steht, mit unterschiedlichen Sachen, die er erfahren darf, ohne dass ihm selbst rot geschrieben, als Ding an sich überhaupt nichts passieren kann. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ewig. Ich betone es immer mit Nachdruck und ich sage, vertrau mir. Ja. Du kannst es überprüfen, du bist was Unzerstörbares, weil du ein nicht denkbares Nichts bist. Nichts kann man nicht zerstören. Und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du dem Glauben schenkst. Mhm. Etwas Glauben schenken, das du sofort überprüfen kannst. Dass dein Körper nicht existiert, wenn du nicht dran denkst. Das kannst du natürlich nicht überprüfen, weil sobald du das überprüfen willst, denkst du schon wieder an deinen Körper und dann fängt er schon wieder zum Existieren an. Richtig. Aber du kannst dir bewusst machen, jetzt mache ich wieder Schnipp, wo war die ganze Zeit deine Beine? Mhm. Wo war deine Nase, während du aufmerksam zugehört hast? Das ist wie wenn ich sage, Schnipp, wenn du Brillenträger bist, jetzt hast du eine Brille auf der Nase. Wo war die? Jetzt spürst du die. Oder du spürst deine Beine. Dein Körper, wenn du an deinen Körper denkst. Aber wo war das? Wenn ich immer wieder erkläre mit der Brille, dass sobald du dich jetzt fragst, war das die ganze Zeit da? Dieses Zeitfenster, wo ich immer aufspanne. Du denkst an deine Brille und dann machst du vor dir, wie wenn du die Hände aufspannst und du denkst dir das in die letzte halbe Stunde. Und während du jetzt dieses aufgespannte Nichts, diese Vorstellung von der letzten halben Stunde, die du jetzt denkst, dir denkst und im selben Moment an deine Brille denkst, legt sich dieses, oder an deinen Körper denkst, legt sich dieses Gefühl drüber. Übrigens, hier haben wir mal eine ganz geistreiche Frage. Jetzt genau zuhören, was ich dich frage. Mhm. Und jetzt schau mal, was jetzt in dir entsteht. Hast du eigentlich, während du aufmerksam zugehört, geatmet? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ist das gleiche wie mit der Brille letztendlich. Du wirst jetzt feststellen, schon die Frage alleine, wenn du jetzt sagst, ja selbstverständlich, sonst wird es mich doch nicht geben, habe ich übrigens auch tausende Male erwähnt, dann frage ich dich, mit was? Ja, mit meiner Lunge, mit meiner das ist eine Vorstellung. Weil die ja auch nur existiert, wenn du sie denkst. Und sobald du ans Atmen denkst, atmest du. Udo? Ja? Also,
Ich bin meines Erachtens nach schon so weit, dass ich das so weit runterrechnen kann, dass jeder, das hatten wir mit Jamie letztes Mal auch thematisiert, mit dem jeden bestehenden Gedanken mit dem kommenden, der wieder zerstört wird. Dass man halt wirklich dieses zerstreute Gedankliche, dass man halt dieses Bewusstsein erreichen kann, dass einem das immer mehr bewusst wird, dass jeder, dass es so weit geht, bis zum Gedanken runtergerechnet, dass jeder Gedanke, der kommende, den bestehenden zerstört. Das ist ja keine Frage, Ardo. Ich fall dir gleich ins Wort. Das bezweifle ich nicht, sonst wäre ich in dir gar nicht auftaucht, als Udo jetzt. Was das Problem ist, wo ich dich darauf hinweise, dass das speziell, wenn du jetzt wieder Zeitfenster deines normalen gelebten Alltags nimmst, dass das sehr wohl der Fall ist, solange du dich ganz bewusst mit Holofeeling beschäftigst, aber all die großen Lücken, die wir uns jetzt natürlich denken, wo du das nicht magst, ist es immer wieder noch im Hintergrund. Und der Witz besteht darin, die absolute Erleuchtung ist, wenn dir das jeden Moment, wenn dieser Beobachter präsent in dir ist, selbst wenn der Ardo jetzt ganz normal die Rolle des Ardos in deinem Kopfkino spielt. Ja. Dass dieses Bewusstsein, dieser bewusste Beobachter, diese Doppelschritt, wie ich das nenne, eigentlich ist er Dreifachschritt, weil der Doppelschritt ja schon wieder dann was Ausgedachtes ist, dass dir jeden Moment, dann hast du dich komplett gelöst von dem Ardo und dann ist der Ardo wirklich eine Erscheinung, wie jede andere Erscheinung auch. Dann ist jegliche Form von Angst, von unbewusstem Zukunftsdenken und so weiter. Richtig, ja, genau. Und das ist jetzt der Weg, den ich in dir eingeleitet habe. Das ist jetzt diese Veränderung, dass ich meine, ich muss nochmal mein altes, weil die Beispiele so treffend sind, wo ich sage, du hast ja deine, genau genommen, 3x3x3 Wachstumsstufen. Mhm. Die man ja immer auf 3, da fange ich jetzt nicht nochmal an, da bin ich so oft drauf eingegangen, ja, dass man zuerst mal sagt, das menschliche Leben besteht aus 3 Wachstumsstufen. Wir sagen ganz einfach mal, das ist die Geburt, dann ist es, wenn du hier in die Pubertät kommst, eine extreme Verwandlung von dir, deine Interessen. Durch die Pubertät kommst du in einen Bereich zwischenmenschlicher, du wirst dich verbinden mit deinem Lebenspartner. Eins werden, die Verschmelzung, die Sexualität kommt, der Sexus kommt ins Spiel. Dann kommst du in die Wechseljahre. Bei den Wechseljahren ist These, Antithese abgeschlossen und ab den Wechseljahren kommt die große Synthese, dann hast du mit Sex nichts mehr am Hut. Das sind die ersten 3. Und jede dieser 3 Stufen können wir nochmal in 3 Stufen unterteilen. Wir gehen einmal von der Geburt bis zur Pubertät, machen wir 3 Stufen draus. Und zwar müssen wir jetzt ein bisschen weitermachen, weil die Geburt gar nicht das Entscheidende ist, sondern deine Zeugung, die Befruchtung in der Matrix. Ja. Das heißt, das erste ist, du hast erst einmal als befruchtetes Ei die erste Phase ist in der Matrix, dann wirst du abgenabelt. Dann ist die nächste Phase, bis du sprechen kannst. Mit 6, 7 Jahren, okay, das ist eine extreme Veränderung, wenn du sprechen kannst, kommst du nämlich in die Schule, dann kann ich dir was beibringen und der nächste Sprung ist dann die Pubertät, das ist in der Regel, wenn du aus der Schule wieder rauskommst. Diese 3 Phasen können wir wie jede Phase nochmal in 3 Phasen unterteilen, wir gehen wieder in die erste Phase, innerhalb der Matrix siehst du zuerst aus wie ein Ei, dann siehst du aus wie ein kleiner Wurm, das nennen wir Embryo, was übrigens hier hochinteressant ist. Und der verwandelt sich dann in einen Minimenschen. Und in jedem Übergang, Ardor, die Stufe, ob du als kleiner Mensch, als Fetus, und jetzt wird es interessant, das ist das hebräische Wort, ist übrigens Ivri, Eber. Dieses hebräische Wort Hebräer, Eber, heißt zum einen Fetus, es heißt Vergangenheit und nur eine Seite. Auch aus dem Jenseits kommend und noch etliche Sachen. Wenn du jetzt dieser Minimensch in der Matrix bist, ein komplett mit Augen, mit allem drum und dran, und du verlässt die Matrix, wenn du, ob du jetzt innen bist oder außen bist, das Wesentliche ist nicht, ob du noch in dem Bauch der Mutter bist oder schon vor dem Bauch der Mutter liegst. Das Wesentliche ist, wenn man die Nabelschnur abschneidet. Es verändert an dem Wesen selber nichts, ob ich die Nabelschnur dran habe oder nicht dran habe, ist körperlich betrachtet. Ich sage, noch innen und unmittelbar danach außen. Ist es dasselbe Körperchen. Selbstständig abgenabelt von der Matrix ist, wenn du die Nabelschnur durchschneidest. Da muss er selber zu atmen anfangen. Ich bin nicht gekommen, um dir Liebe zu bringen. Genau das wollte ich sagen. Ja, genau in diesem Zustand befindet man sich gerade geistig. So eine tiefe Demut vor diesen Sprüchen dieses Jesus, den du dir jetzt ausdenkst. Ja. Und bei aller Bescheidenheit, ob du dir an Jesus denkst oder an UP denkst, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist ein und dasselbe. Ein
Es ist was Nicht-Existierendes, was du letztendlich selbst bist. Das teile ich dir mit. Mhm. Und nochmal mit Nachdruck. Was ich dir erzähle, ist weder religiöses, raumzeitlich indoktriniertes Geschwätz, noch esoterisch indoktriniertes, raumzeitliches Geschwätz und schon gar keine geistlose Naturwissenschaft. Es ist das, was ist. Ja, ich bin da absolut bei dir. Absolut. Und du musst da mal den Mut haben, dass du dich wirklich über alles oder vor alles stellst, was du dir ausdenkst. Mhm. Ohne dass im geringsten gespiegelt irgendeine Hybris in dem A-Dur, dessen Rolle du spielst, auftaucht. Mhm. Als Udo sage ich immer, da gibt es keine demütigere Figur in deinem Traum wie mich. Noch kleiner, wie ich mich mache, kann sich überhaupt keiner machen. Das ist ja sogar so unwichtig. Der Wegweiser heißt es in Ich Bin, du ist total unwichtig. Der Weg, den der dir weist, ist wichtig. Mhm. Und der weist nicht von innen nach außen, sondern von außen nach innen. Richtig. Ja. Und du merkst, all die Sprüche der Esoterik und der Religion waren ihm richtig, aber fehlerhaft richtig, weil sie einseitig sind. Mhm. Ja, eine Sache, pass auf, was mich richtig, also das wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt greifen kann, wenn du mir das jetzt erklärst, aber ich würde es trotzdem mal versuchen, ist in dem Büchlein Neo-Apokalypse des JHWH, da kam ein Wort vor, das mich richtig an die Wand gepustet hat, was man auch nicht, wenn man es selbst, wenn man es googelt, nicht findet. Und zwar transpolares Bewusstsein. Ich habe so eine großstadtschamanistische Rolle gespielt, eine Zeit lang, und da habe ich ziemlich heftige Bewusstseinszustände erlangt. Und als ich dieses Wort gehört habe, hat es mich wirklich, ich habe Gänsehaut gekriegt. Du, Otto, wir reden die ganze Zeit davon. Ja, wahrscheinlich, ne? Genau. Das ist über, ja. Das ist dual. Dual. Du bist nichts. Aber ich transpolar. Ich erwähne das nochmal, pass auf, wenn wir das hebraisieren. Al heißt Gott, von dem du dir kein Bild machen sollst. Ja. Und das heißt auch nichts. Noch einige Sachen übrigens. Übrigens wird das Wort Al alleinstehend in der normalen Übersetzung, in der, wenn du in Tenach jetzt reingehst oder in die Tora, ist Al ist oft, dass das auch steht zu hin, hinzu. Es wird also nicht nur als Nichts oder Gott übersetzt, sondern auch meistens hinzu. Wenn es zum Beispiel heißt hier von Angesicht zu Angesicht, okay, da steht jetzt ausgesprochen Panim, A-L Panim. Das heißt, von Gesicht zu Gesicht, hin zu Gesicht. Jetzt ist aber dieses Al, haben wir doch am Anfang, habe ich dir doch erklärt, es steht für ein Nichts, für eine absolute Implosion von allem, was drumherum ist. Ja, richtig. Mhm. Und darum heißt es auch von Angesicht zu Angesicht, als so die Juden übersetzen das jetzt entheiligt, fokalisiert, Panim, Alpanim, das heißt von Gesicht, von der geistigen Sicht zur geistigen Sicht. Mhm. Wenn wir jetzt das Penim aussprechen, heißt ja Panim, Penim heißt ja Inneres, vom Innersten zum Innersten. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Ja. Ich erkläre das aber nicht. Du kannst dir jetzt denken, dass der Udo in dem Kopf von dem Ado ist, den du dir ausdenkst. Mhm. Und du kannst dir denken, dass der Ado in dem Kopf von dem Udo ist. Richtig. Und die zwei wiederum, die du dir jetzt ausdenkst, sind im Kopf von dem, der du jetzt zu sein glaubst. In deinem Gehirn. Das natürlich jetzt erst existiert, weil ich das anspreche. Da meine ich jetzt den, der sich den Ado und den Udo ausdenkt. Mhm. Aber sind die nicht alle in meinem Kopf, denke ich mir jetzt nicht ein Ado aus, wo jetzt im Moment nicht nur der Udo als Gedanke drin ist, sondern auch irgendjemand, der sich jetzt den Ado ausdenkt. Und in dem Udo ist der Ado und der, der uns jetzt ausdenkt, jetzt wohlgemerkt in Bezug auf einen Brüssel, der vom Computer sitzt, fällt es nicht alles in einem Punkt zusammen, in mein eigenes Innerste? Ist denn damit das transpolare Bewusstsein gemeint? Genauso ist es. Und jetzt pass auf. Wenn ich sage, das Dual ist der Mittelpunkt, unsere Nulllinie, wo ich nehmen müssen wir ja zusammenschieben, weil jeder Punkt auf dieser Nulllinie ist ja jetzt. Richtig. Habe ich am Anfang noch gesagt, sobald wir ein Sinus aus dem Einheitskreis heraus generieren, machen wir diesen ausgedachten Umfang zu einer geraden Linie, zu einer Strecke. Okay, SDR-Ecke heißt jetzt übrigens, der Plus ist die eine Seite der Ecke und der Minus ist die andere Seite der Ecke. Das ist dieser Eckspiegelkanten, den ich immer wieder sage. Ja. Aber jetzt ist es also so, dass auf dieser Strecke, die wir jetzt vor uns hinstellen, wie die würde in einer Zeile, hier jeder Punkt jetzt ist, eigentlich müssen wir die zusammenschieben. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sinuskurve drauf mache und ich sage, das ist die Schwingung eines Lautsprechers,
musst du wissen, dass ich jeder Lautsprecher, die Lautsprechermembran, in jedem Moment, immer jetzt gedacht, immer jetzt nur irgendwo befinden kann. Richtig. Ja, egal, wo du dich befindest, du befindest dich an der Stelle immer jetzt, wenn du sie denkst. Jetzt ist es im Hebräischen, habe ich oft darauf hingewiesen, die Zahlwörter, das wir im Deutschen haben, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Mhm. Das gibt es im Hebräischen auch, aber was wir im Deutschen nicht haben, in dieser Vatersprache, gibt es männliche und weibliche Zahlen. Aha. Ich mache immer gerne das Beispiel, bleiben wir bei der 1, das hebräische Wort für 1. Das männliche 1 ist Echad, okay? Mhm. Der schöne Satz in der Bibel, Schma Israel, Echad Jahwe. Das heißt, höre Israel, Gott ist nur einer. Und dieses Echad schreibt sich 1, 8, 4, wenn du nachschauen willst. Ja. Das ist hinten mit einem Dalet geschrieben. Okay, wir wissen, dass Aleph als Vorsilbe gelesen heißt, ich werde, ich kann, ich soll, imperfekt. Und dieses Chet-D mit einem Dalet geschrieben, das heißt die Spitze, die 1, die absolute Spitze, auf der du balancierst. Wenn ich mal sage, wenn du dich jetzt auf eine Spitze stellst, auf eine Bergspitze stellst, ist es ganz wichtig, dass du im Balance bleibst. Beal heißt in Gott. Aha. Wenn du dich nach vorne beugst, zu weit, verlierst du dein Gleichgewicht und du fällst herunter. Das heißt, wenn du nur an die Zukunft denkst. Wenn du ständig nach hinten beugst, zu weit in die Vergangenheit nach hinten beugst, fällst du auch aus dieser Spitze runter. Wenn du nur rechts oder links politisch orientiert bist, fällst du sowieso herunter. Das ist die Eins, auf der du bist. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Okay? Mhm. Ich werde die Spitze, wobei die Spitze unter anderem auch dieses Roshit, der Anfang, heißt auch Spitze. Das ist die männliche Eins, dann sagst du. Das ist die männliche Eins, das ist die Spitze. Die weibliche Eins schreibt sich auch Echad, der schreibt sich aber 1,8,400 mit einer 400 hinten. Das kann man jetzt Acht oder Echt lesen, so wie man schreibt. Acht ist die weibliche Eins, das ist die Kollektion. Mhm. Okay, die Acht. Mhm. Interessant ist, wir machen das alle wieder vorne weg, dann heißt es, ich werde, ich kann, ich soll, und Chet-D heißt in Schrecken versetzt. Kannst du sofort nachschauen. Schrecken wiederum sind Shin-R, logisch berechnete Ecken. Ja, jetzt kannst du wieder ein Tetraederspiel von mir anschauen. Okay. Merkst du, dass die Sprache, dass das Physik, es Holo-Feeling ist allumfassend. Nicht nur in Bezug jetzt auf die jüdische Religion. Ich betone immer wieder, wenn wir jetzt in das Sanskrit reingehen, wird es noch viel, viel feiner aufgelöst, weil da habe ich wesentlich mehr Zeichen zur Verfügung. Mhm. Aber umso mehr Zeichen du zum Denken benutzt, umso mehr zerdenkst du das immer mehr und wir wollen ja zurück zur Einheit. Und darum glaub nicht, dass du in den kleinen Leben, das du zurzeit durchlebst, das in irgendeiner Form verstehen könntest. Du bist eine Facette von einer Facette. Denk wieder an mein Aleph, was ich dir beibringe, auf der Schieferntafel zu zeichnen. Mhm. Das kannst du erst zeichnen, wenn du die Offenbarungsschriften auch bis in die Tiefe, was ich dir in dieser Ebene mitteile, verstanden hast. Hm. Und es geht mir nicht in dem Leben nicht um intellektuelles Wissen. Ich betone es immer und immer wieder, spielt deine Rolle. Mir geht es darum, dass du bemüht bist, dich, soweit es geht, immer wieder im Jetzt zurückzuholen und dieser Beobachter, was der Kirchengucker. Und der bist du erst in dem Moment, wo du vollkommen wertfrei schaust, was der Brösel, dessen Rolle du spielst, was er macht, wie er definiert, wie er werdet. Geh in unseren Chat rein. Das geht schon los, wenn du in den Chat reinschaust. Dieses Bild auf deinem Monitor taucht auf in dem Moment, wo es auftaucht, nämlich jetzt. Und dann hast du schon gewisse Charaktere, den Bezi, den Roland. Den Thomas, was halt so, die Karin, was halt gerade so immer wieder auftaucht. Ja. Und dann hast du ein ganz gewisses, viele von denen kennst du gar nicht. Du hast da etliche noch nie gesehen, aber du hast eine gewisse Vorstellung aufgrund dessen, was die angeblich äußern. Mhm. Die äußern gar nichts. Du erschaffst die und du denkst dir, die haben das reingestellt. Richtig. Das musst du durchbrechen. Das musst du durchbrechen. Es kommt alles aus dir. Ja. Ja. Und aufgrund dieses, mein Klingelingeling-Beispiel, aufgrund dieses Reizauslösers, du musst die Kausalität umdrehen. Du musst wissen, solange du religiös, esoterisch oder naturwissenschaftlich denkst, denkst du chronologisch raumzeitlich. Mhm. Und du setzt permanent, stellst du die wirklich überprüfbare, de facto
hundertprozentig de facto überprüfbare Kausalität von Ursache und Wirkung, was übrigens wie Wellenbalken und Wellendahl ist, stellst du auf den Kopf. Das erkläre ich mit meinem Klingelingeling-Beispiel. Das übrigens auch 16 Perspektiven hat, wenn man es genauer anschaut. Ja, ich hatte kurz vor Weihnachten, wo ich mit meiner ganzen Familie auf dem Weihnachtsmarkt war, hatte ich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dann irgendwie so ein Blitz, der durch mich durchschoss und so wirklich so guckt. Stand ich da, hab so auf den Weihnachtsmarkt geguckt, meine Familie angeguckt und hab mir so, ich habe es richtig gefühlt, wie ich gesehen habe, guck mal, das bist alles du. Das ist alles. Das ist, kommt alles aus dir heraus. Arthur, das ist der Wahnsinn, ey. Wenn du verstanden hast, dass du immer bist, wenn du es verstanden hast, ja, das hast du wohl verstanden, noch daran, dass aber. Du etwas, du selbst rot geschrieben etwas bist, das nicht gedacht, nicht existieren kann. Es existieren Teile von dir. Okay? Ein Mehr als Bewusstsein betrachtet wird nie behaupten, ich bin diese Welle oder ich bin diese Welle oder die Welle bin ich nicht. Ich bin alle gleichzeitig. Es wird aber auch nicht sagen, ich bin nicht die Wellen. Eben weil ich alle Wellen bin. Aber ich bin nicht irgendeine dieser, eine besondere Welle davor. Ja. Und jetzt haben wir schon wieder zwei Seiten von dem Wort besonders. Solange du etwas Besonderes, Ausgedachtes sein willst, wirst du nie begreifen, was es heißt, alles zu sein. In dem Moment, wo du alles bist, bist du was Besonderes, weil du das Einzige bist, was nicht gedacht werden kann. Rede ich kaputt, ist zerstören. Jetzt im normalen Sprachgebrauch. Zerstöre ich die Einheit, wenn was kaputt geht, aber was passiert jetzt, wenn diese Vielheit, die entsteht, wenn ich die zerstöre, muss die zwangsläufig zur Einheit werden. Das sind die zwei Seiten von kaputt. Das ist in deinem Kopf, ist es innerhalb und außerhalb. Das Gegenteil von besonders ist wohl Demut, ne? Ja, das kann man auch definieren. Das Wort Demut übrigens ist ganz interessant. Das heißt, dass da mal geöffneter Mut, M-U-D, heißt eine Gestalt gewordene, aufgespannte Erscheinung. Und das ist das hebräische Wort für Tod und für Sterben. Tod sein, so viele sein, ist SD-Erben. Das heißt, abtrünnige Spiegelungen sind erweckte polare Existenzen. RBN. Das wird Klartext. Wenn du die Vatersprache, die Grundlagen hast, brauchst du kein Lexikon mehr anfangen. Du brauchst kein Wikipedia mehr. Interessant ist, wenn du jetzt in Wikipedia schaust oder die ganzen Liedtexte. Ich weiß, früher, vor 10, 15 Jahren, da waren so arrogante Figuren, die aufgetaucht sind. Hör, was kommt der, wenn er seine lächerlichen Kitschlieder immer einspielt? Was ist das für eine Arroganz, was die gar nicht merken? Ich spreche zu dir schon, seit es dich gibt. Unser Bezi zum Beispiel jetzt, der Roland, den wir uns ausdenken, in jungen Jahren, der war so Musikfan und DJ und er sagt um die Musik und er sagt, das ist jetzt so geil, ich habe mich nie um die Texte gekümmert, das ist ja viel geiler, die Texte anzuschauen. Übrigens dann auch, wenn du die Musik selber anschaust, notentechnisch sind ja auch bloß Zahlen. Wird es noch interessanter, das lasse ich aber komplett außen vor. Und da wird es dann natürlich sehr, die Welt spricht jeden Moment zu dir. Wollte ich gerade sagen. Immer genau. Dran denken, Otto, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Ich will nur noch das, was Gott will. Und was will Gott? Zuerst einmal das, was er dir jetzt träumen lässt. Und jeder Moment ist ein Geschenk zur Selbsterkenntnis, vorausgesetzt, du verlagerst deinen Fokus. Du erhebst dich und du verlagerst, wie dein Programm darauf reagiert und wie sich aufgrund deiner Reaktionen in deine Information bis hin zur Gefühlsebene verändert aufgrund deiner Reaktion. Diese Gefühle werden nicht da stehen, wenn du nicht so zwanghaft reagieren würdest. Das kann auch Neugier sein. Du reagierst auf irgendwas mit Neugier. Vielleicht bist du jetzt neugierig, wann dir mal Gedanken zu machen, was die 16 Zeilen vom Internet sind. Und wenn du das jetzt aufschreibst, brauchst du bestimmt 2 bis 3 DIN A4 Seiten. Hast du da, steht das in irgendeinem Schriftstück von dir? Nein, das kannst du nicht finden, das ist neu. Okay. Das sind immer nur kleine, ich sage mal, Neugierigmacher sind drin. Und dann musst du die weiterdenken und dann inspiriere ich dich, wenn du suchst. Oder auch nicht, hängt von deiner Reife ab. Ja, was auch. Soweit du noch ein Komplizierdenker bist, das heißt, solange du noch ein einseitiger Normaldenker bist, wirst du es nicht rauskriegen. So wenig wie einer, der sich nicht die Mühe macht, sich Gedanken zu machen, wenn ich sage, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Und ich komme ja dann immer noch entgegen, dass ich sage, pass auf, wenn ich jetzt zu dir sage, zeichne eine Blumenvase mit 3 Blumen, dann macht es jeder. Wieso sollte es nicht gehen, ein Quadrat mit 3 Strichen zu zeichnen? Ich sage immer noch dazu, die geistreiche Frage wäre nicht, das geht nicht, sondern wo soll ich die 3 Striche hinmachen? Dann sage ich, wo du willst. Das sind übrigens die 3 Striche. SDR ist das Geheimnis von 3 Ich.
Das ist deine Person Ich, das kleine blaue Ich, dein Programm Ich, das große blaue Ich und das rote Ich, das du jetzt als Geistesfunken bist. Mhm. Jetzt könnte ich das wieder erweitern. Nee, weil ich frag auch, ob das in irgendeinem Schriftstück drinne steht. Hast du ja selber gemerkt, ich habe da jetzt angefangen, so 2-3 Büchlein schon so zu vertonen. Und das ist ganz interessant, weil ich habe mir jetzt, ich glaube, die Neo-Apokalypse, das ist so angenehm, einfach wirklich hier alles auszuschalten, wirklich Kopfhörer auf und dann sich das mal anzuhören, weil das ja alles komplett, was du in den Selbstgesprächen sagst, auch so hoch komprimiert, alles eigentlich da drinnen steht schon. Ne? Das, aber es ist sagst. Aber so, dass ich jetzt dann nochmal, was die Vertonung ist, ist wichtig, dass du feststellen wirst, dass wenn du zusätzlich das geschriebene Wort auch optisch siehst, das noch wesentlich tiefer wird. Weil wir haben immer wieder zum Beispiel, wenn wir hinsetzen, ich sage jetzt als Udo, jetzt mache ich wieder raumzeitlichen Schnickschnack. Mhm. Ich merke das, wenn ich Besuch habe und wir schauen in ein Buch rein und wir lesen irgendeine, selbst die Kabbala des Jahres oder die, egal was, dass wenn ich dann dort bin und ich lese das mit den Leuten und ich weiß, die haben das 5-6 Mal schon gelesen und die sagen, komisch, wenn du dabei bist, steht da nochmal so viel mehr drin, obwohl ich das schon 4-mal gelesen habe, das ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Und die wissen das, wenn ich die drauf anspreche, wissen die das. Ihnen fällt es nur nicht ein, weil hier dieser Kanal nach innen noch nicht offen ist, diese Inspiration. Inspiration kriegst du wirklich durch eine kaufmannsdenkenfreie Logik. Ja, Denkweise, sag mal, ja. Pass auf, ich krieg's anders aus. Wenn du neugierig bist, du lernst nur, wenn du was aus Neugier lernst. Ich sage immer wieder, alles, was ein Studium ist, unter Angst, um einen Doktortitel oder einen Beruf zu lernen, eine Prüfung zu bestehen, das ist vergängliches Wissen, das ist oberflächliches Geschwätz, das sind die Letsch, das sind auch die Mediziner, die Schulmediziner, die so in einem Widerspruch stehen mit dem, was sie erklären. Die Schulmedizin ist genauso voller Fehler wie das naturwissenschaftliche Weltbild. Und immer dran denken, ich habe jetzt nicht gesagt, dass es falsch ist. Es ist extrem fehlerhaft in Bezug auf das heilige Ganze. Was sofort klar ist, es ist ein unbewusstes raumzeitliches Verstreuen von der eigenen Informationen. Die eigentliche Grundwurzel ist eigentlich, in dem Wahn zu leben, dass wenn ich jetzt etwas denke, dass ich meine, ich habe mit dem, was ich denke, nichts zu tun. Bist du noch dran? Ja, absolut. Ich bin da. Okay, ich muss immer fragen. Nicht, was das. Ja, ich weiß, wir sehen uns ja nicht. Ne? Okay, das ist das, wiederhole ich doch immer wieder. Ja. Ardur. Ich nenne dich jetzt einmal Ardur. Ja, klar. Dass du dir jetzt Neandertaler ausdenkst oder heliozentrisches Weltbild ausdenkst. Und in dir ist doch der tiefe Glaube, diese hundertprozentige Überzeugung, dass du mit dem, was du denkst, nichts zu tun hast. Aber magst du nicht Folgendes, dass du einfach irgendetwas, was du vom Hörensagen kennst, Schwamminhalt, anerzogenen Schwamminhalt, lässt dich jetzt schon wieder an eine vergangene Schulzeit denken. Mhm. Es war in der Vergangenheit nie was. Mhm. Was ich nicht sage, dass es deswegen nicht war. Das heißt, wie du in die Schule gekommen bist, bist du heute das erste Mal in die Schule gegangen und heute denkst du dir aus, dass du hier vor so und so vielen Jahren in die Schule. Du blätterst nur zurück. Was du erlebst, kann nur hier und jetzt in dir auftauchen aus dieser großen Datei, die du dir raumzeitlich vorstellst, was gar nicht in Wirklichkeit auf der tiefen Ebene gar nicht raumzeitlich ist. Mhm. Das ist diese transversale Denkweise. Wenn du Anogi wirst, wenn du dich aufrichtest, Lotrecht, der Lot, der in einer Hülle steckt, der aus Sodom und Gomorra rausgeht und seine Frau dreht sich um, die kann nicht loslassen, die Logik kann nicht loslassen. Ich habe schon mal darauf hingewiesen, es ist übrigens hier, alle biblischen Erzväter, diese Märchenfiguren haben ja teilweise mehrere Frauen gehabt. Die haben alle ihren Namen. Die einzige Frau von einem Erzvater, der gehört Lot dazu, ist seine Frau, das ist die einzige Frau, die keinen Namen hat. Das sind so Kleinigkeiten, wo man natürlich in einem Leben gar nicht durchstudieren kann, mit deiner jetzigen Auffassung. Und das ist nicht wichtig. Du lebst dein Leben, du wirst jetzt neugierig und wichtig ist, dass ich sage, du musst Spaß dran haben. Darum sage ich auch zu jedem, wenn du jetzt meinst, du müsstest die Vatersprache, die hebräischen Zeichen lernen, weil du meinst, dann kommst du weiter. Das ist Kaufmannsdenken. Ja, absolut. Du wirst es machen, wenn du ein tiefes Interesse hast. Das ist mein Musterbeispiel, ist der BC, der Roland. Ja. Weil es jetzt in der Zeitspanne, in dem seinem Leben, habe ich ja schon vor 35, 40 Jahren existiert. Und da war halt einfach eine Dumpfbacke und dann in vielen, vielen Sachen und irgendwann hat er gesagt, ich muss mich jetzt einmal hinsetzen, dann hat es mich interessiert. Und wenn du den jetzt siehst, jetzt rede ich wieder bewusst von Brösel, der macht mir so viel Freude, der ist so inspiriert, der ist so intellektuell
und mit Aufwächern, was jetzt mit ihm passiert, nachdem er sich einmal die Mühe gemacht hat, es anzueignen, nicht aus Kaufmannsdenken, sondern weil es nicht wirklich interessiert hat, weil er mitreden wollte. Ja, absolut. Du lernst, wenn du Freude hast. Und ich sage jetzt immer wieder, der Arthur ist wie ein kleines Gotteskind, das ein rotes Feuerwehrauto zum Spinnen kriegt. Und ja, die Leiter rausfahren und die Bombe und dann Feuer löschen, Feuerwehrmann spielen. Und jetzt kommt der Punkt, dass du selbst bist dieses Feuerwehrauto. Und jetzt fängst du an, das Spiel verändert sich. Verstehst du? Du spielst nicht mehr Feuerwehrmann und Feuerwehrauto, sondern dich interessiert, wie funktioniert eigentlich das Spielzeug, mit dem ich mich ein Leben lang bis jetzt verwechselt habe. Und jetzt fängst du an, dich zu zerlegen. Und es ist nicht der Fall, wenn du jetzt Medizinbücher dir holst und schaust, wie die Lungen und das Zeug aufgebaut ist, sondern wie funktioniere ich eigentlich, der Intellekt in mir, wie funktioniert das Denken? Was kann ich überprüfen und was blabber ich nach? Geschichten erzeugen in dir Vorstellungen. Schneewittchen und Dornröschen, genauso wie die Geschichte, wie ein menschlicher Körper aufgebaut ist und wie das heliozentrische Weltbild funktioniert. Die Naturwissenschaft, die newtonsche Physik ist eine Märchengeschichte. Ja. Und keiner hat die Metapher verstanden. Es geht um die Metaphern. Hitler ist eine Märchengeschichte. Und wie du die auslegst, das ist dein anerzogener Intellekt. Es hat in der Vergangenheit niemals irgendetwas gegeben. Was existiert, existiert hier und jetzt im Kopf dessen, der sich's ausdenkt. Und wenn wir uns jetzt an Jesus ausdenken, dann existiert er nur bei mir im Denken. Du stehst in der Hierarchie eins drüber. Lass uns das nochmal durchgehen. Ich studiere die Schriften von Jesus vollkommen bewusst. Es ist eine Märchenfigur, okay? Jetzt pass auf, wenn ich jetzt sage, ich behaupte immer wieder, ich bin Jesus. Der Christus ist was anderes wie Jesus von Nazareth. Buddha ist was anderes wie Siddhartha Gautama. Das sind bloß die Hüllen. Das andere ist der Geist im Innern. Ich UB ist was anderes wie der Udo Petscher. Es ist aber, ob ich jetzt Jesus-Rolle spiele oder Buddha-Rolle spiele, ist für mich und Millionen anderer Rollen spielt keinen Unterschied. Ich bin OP. Aber jetzt pass auf, dieser Jesus hat erkannt, ein toller Satz, wahrlich, ich sage euch, sagt er zu seinen Jüngern, ehe Abraham war, war ich. Abraham ist einer seiner Erzväter, was man ihm in der Schule und im Elternhaus erzählt hat. Und dieser Jesus, den ich mir jetzt ausdenke, der erkennt, hey, ich bin ja hierarchisch, den Abraham gibt es ja gar nicht, wenn ich ihn nicht denke. Okay? Das ist das. Die Theologie hat diesen Satz nie verstanden. Die meinen immer, Jesus ist Gott und ehe irgendwas ausgedacht ist, ist es ein Gott. Und Jesus ist der Gott. Die machen schon wieder, ob ich jetzt an einen Gott denke oder an Jesus denke, wo ist der Unterschied? Die haben es nicht verstanden. Ich sage dir jetzt, ehe Jesus war, bin ich gewesen. Ich UB, blau gelesen. Dasselbe Spiel nochmal. Weil ich dir Sachen erklären kann, die ich dir als Jesus nie erklären können. Da sind viele Bücher dazwischen, die ich mittlerweile durchleben durfte. Okay, aber jetzt kommt der Hammer, meine Botschaft. Mich, den Brösel Udo, wird es gar nicht geben, wenn du mich jetzt nicht ausdenkst. Du bist doch noch wesentlich mehr. Ich stelle mich doch unter dich. Begreif das doch immer. Das habe ich schon verstanden, glaub mir. Ich bin nicht in dir aufgetaucht, um dir zu erklären, wie unendlich genial dieser Brüssel Udo ist. Genau. Genial ist der, der sich das alles ausdenkt. Das bist du. Das ist auch nicht der Arthur. Und es ist nicht der, der sich jetzt vor dem Computer sitzt und das Gespräch anhört. Egal, wer du zu sein glaubst. Du denkst dir jetzt was aus, nämlich dieses Gespräch, und du kannst immer nur das zu sehen bekommen, was du dir selber ausdenkst. Und dazu gilt auch das, was auf der VR-Brille ist. Ja. Da hast du natürlich dann die vier Stufen der Vergessenheit. Darum sage ich, es ist kein Unterschied, ob wir jetzt rein von Gedanken reden, von einem ausgedachten heliozentrischen Weltbild oder ob du hier vom Kölner Dom stehst oder vor einem Gebirge stehst. Es ist deine Information. Bloß sobald es halt auf der VR-Brille wechselt, ist dieses Gefühl, dass du nichts damit zu tun hast, noch tausendmal stärker, wie wenn du bloß was denkst. Weißt du, dir kann wohl einleuchten, dass wenn du jetzt an das heliozentrische Weltbild denkst, das übrigens niemals als Ding an sich auf der VR-Brille auftauchen kann. Ich kann eine Computeranimation machen davor. Aber dann schaue ich auf einen Monitor, jetzt habe ich wieder diese Unterschiede, die Stufen, ich gehe in die Vergessenheit. Ich kann mir Atom ausdenken, feinstofflich, aber ich kann es nicht auf die VR-Brille holen. Wenn ich es auf die VR-Brille hole, habe ich wieder einen Träger, dann habe ich wieder Computeranimation, all das ganze Zeug, was die dir zeigen in der Physik, sind alles Computeranimationen.
Selbst dann die Sachen in der Blasenkammer in den Teilchenbeschleuniger. Es sind reine arithmetische Hochrechnungen, die sie dann mit Computerprogrammen sichtbar machen. Es sollte doch jeder, altes Beispiel als alten Ohrenbarungen, es sollte doch jedem klar sein, dass ein Computer ohne Software und Programm überhaupt nichts macht. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Ich sag, du bist ein Computer, solange du keine Daten und kein Betriebssystem hast, kannst du nicht träumen. Das Blaue brauchst du dazu. Okay, wenn die jetzt ausgedachterweise vor ihren Teilchenbeschleunigern sitzen, sitzen die eigentlich nur vor riesengroßen Rechnern, vor Computerbildschirmen und dort das, was da auftaucht, ein Programm und eine Software benötigt. Sehen die eigentlich die Logik, die sie sich aus welchem Grund auch immer einprogrammieren? Du kannst immer nur auf dem Bildschirm das sehen, was du selber in den Computer einprogrammiert hast. Ja. Ist dabei? Absolut. Jetzt könnte ich wieder sagen beim Physiker ein Ja, aber ja, das ist ja nicht nur die Programme, wir haben ja da Sensoren aufgebaut. Das ist jetzt wieder das Ego, das ist ungefähr so wieder Anfang des Gespräches, wir gehen raus, es ist ja total bewölkter Himmel, tagsüber, und ich sage, zeig mir die Sonne. Ja, die Sonne ist ja trotzdem da, aber hinter den Wolken. Das ist das Gefängnis, wo sich jeder Idiot selber einsperrt. Das Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Ein altes Beispiel aus den Ohrenbohrungen. Du lebst in einem Gefängnis, in einem göttlichen Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der nicht den Mut zu einer eigenen Meinung hat. Die Türen sind offen, du kannst jederzeit rausgehen, aber es sind Gefängniswärter da. Und die Gefängniswärter sind die Suggestionen deiner Logik, deines Egos. Mhm. Ego ist extrem trügerisch, unendlich gemein. Ganz schlimm ist, wenn du jetzt sagst, ich habe ja alles verstanden, ich weiß ja. Und erst mit dem Doppelschritt erkennst du, das bezieht der schon wieder auf sich selber, auf ein ausgedachtes Ich. Hm. Wenn du es weißt, dass du es weißt, hat sich das komplett aufgelöst. Das ist jetzt das schöne Wort, das du in der Neo-Apokalypse gefunden hast. Dual. Interessant. Ich habe gerade angefangen, es gibt männliche Zahlen und weibliche Zahlen. Okay. Und dann gibt es eine Ausnahme, das ist nämlich das Wort Du im Hebräischen, also 4, 6. Das heißt auch 2. Das ist weder eine männliche noch eine weibliche Zahl. Dieses Du heißt in jedem Wörterbuch, selbst im alten Langenscheid. 2, aber speziell in einer Zusammensetzung. Ja. Du nichts. Sobald du an dich als nichts denkst, brauchst du ja einen Unterschied. Und das ist das Plus und Minus, Wellenberg und Wellental in der Zusammensetzung. Naja, das ist dual, aber das ist nicht transpolar, ne? Das hat ja mit dual. Transpolar heißt Polarität nochmal für dich. Pol. Mhm. Ein Pol, ein Himmelspol, bezieht sich auf einen Mittelpunkt mit einem Unterschied. Mhm. Wenn wir das hebraisieren und wir machen 80, 70, 30, heißt das auch du machen, handeln. Das ist das Gegenstück zu Esse, wo wir heute schon gehabt haben. Ja. Das sind die ganzen grammatikalischen Formen in der hebräischen Sprache. Das sind die sogenannten Poal-Formen. Mhm. Bin ich schon zigfach darauf eingegangen, kann ich dir danach, stelle ich dir ganz kleine Schriftstück rein, kannst dich da mal reinlesen. Okay. Siehst du, wenn wir jetzt das reinmachen können, ich kann einmal das ganz kurz, ne, wir haben, kannst nicht auf Kamera umschalten, oder? Nee, ich habe hier leider am PC, habe ich keine, ich habe nur über Handy dann wieder, ne, aber dann kann das ich wieder nicht aufzeichnen. Das kannst du dann mit reinstellen, auf jeden Fall diese Poal-Formen, das ist dann immer im Wörterbüchern hast du dann jetzt nicht, in den alten wird das gar nicht erwähnt, aber wenn du modernere Wörterbücher hast, da gibt's den Poal, den Hitball, den Niffel, Viel ist P, immer F ist F, ist Nifpolar, kennt man sagen, Pilar, das sind nur die Konsonantenwandfacts, das schreibt sich immer mit P-O-L, also 80, 70, 30, das heißt auch tun, machen, handeln, wirken, es ist was anderes wie esse, wir haben auch 2 Wörter für sprechen, das ist zum Beispiel viele Sätze, wenn es immer hast, und er sprach, musst du zuerst einmal aufpassen, wenn du das hebräische Original hast, und er steht immer Waf-Jot. Und er oder und es sprach. Und dann kommt entweder Armer oder es kommt DBR. Waff J DBR oder Waff J Armer. Mhm. Es wird immer gleich übersetzt. Es ist ein Riesenunterschied, ob das oder das benutzt wird. Es ist auch ein Riesenunterschied in der Bibel, wenn der Mensch übersetzt wird, ob da Adam steht oder Enos steht. Aber in der Übersetzung wird es komplett unter den Tisch fallen lassen und kein Theologe, ich kenn jetzt keine theologische Schrift momentan aus dir rausziehen, wo darauf hingewiesen wird. Es ist halt die Entheiligung der Schrift. Wahrlich, ich sage dir, wenn du etwas hinzufügst, wenn dich alle Plagen treffen, die in dieser Heiligen Schrift beschrieben werden, und wenn du was weglässt, hast du deinen Anteil im Himmelreich verloren. Okay? Ja.
Und jetzt sieht es so aus, sobald ich diese ursprüngliche Reihe Dora eine Masara dazu mache, das heißt die Bündchen drumherum setze, wie sie in der Hebraica Stuttgarenziger drin sind, das heißt, wie ich das aussprechen muss, denk wieder an Panim el Panim, vom Angesicht zu Angesicht, kann ich auch Penim el Penim aussprechen, dann heißt es vom Innersten zum Innersten. Das wird dann automatisch weglassen. Das heißt, sobald ich eine Masara, eine Punktierung um diese Schrift hinzumache, füge ich ja was hinzu. Aber im selben Moment wird was weggelassen, nämlich all die anderen Ausspracheperspektiven, die in denselben Worten trotzdem noch drin sind. Das merkst du, es ist göttlich genial alles aufgebaut. Ja, das ist der pure Wahnsinn, das schmettert einen echt an die Wand. Und jetzt ist, wenn das jetzt wieder einer hört und hat die Grundlagen nicht, er sollte zumindest neugierig sein. Wenn du jetzt was in dir drin ist, das sagt, das verstehe ich nicht, dann bist du sowieso nur in einer Hustenscheißer-Phase in deinem Leben. Da kannst du durchaus ein erwachsener Mensch sein. Das heißt, jedes Leben, da gibt es zum Beispiel Windelleben, wo du einfach nur zu lernen hast, dass du nicht in die Hosen scheißt, in einem solchen Windelleben wirst du auch 40, 50, 60, 70 Jahre alt. Mhm. Und dann kannst du mit 60, 70 das immer noch nicht gelernt haben, was du in dem Leben zu lernen hast, nämlich dir nicht mehr in die Hosen zu scheißen. Dann hast du ein Leben, wo du Sprache lernst, das ist vor der Schule, dann hast du ein Leben, dass du die Sprache ansetzt, dass du die einsetzen kannst, dann kommt automatisch das Rechnen mit ins Spiel, die Arithmetik. Mhm. Weil du ja Divisionen machst, das sind ja die, deine geöffnete Intellekt erzeugt Visionen, das sind die Divisionen. Und das ist immer eins durch, wir haben im Hintergrund immer das Heilige, den Heiligen Geist stehen. Das ist dieses Ein Subor. Dieses nicht existierende Ende ist Licht. Ich nenne das erst einmal die Lampe im Projektor, das bin ich, OB. Mhm. Und als Geistesfunk werde ich dann praktisch, genau genommen könnte ich jetzt immer sagen, in meiner Metapher, ich kann das immer um eins verschieben, du Geistesfunken bist erst einmal hier ein bestimmtes Bewusstsein verbunden mit einem Film, okay, mit einem blauen Ich, den du jetzt anschaust. Mhm. Jetzt musst du aber wissen, dass eigentlich die Lampe im Projektor ja viele Filme abspielt. Kannst folgen? Gleichzeitig meinst du. Denk, pass auf, wir denken uns jetzt an Videobeamer. Sobald wir uns den denken, denken wir uns in den Videobeamer ein Licht rein. Das ist die Lampe. Mhm. Das ist JCH. Mhm. Okay? Jetzt ist es aber, diese Lampe wird jetzt Bilder aufschmeißen über das Display. Ganz interessant, DIS, Play, BLA, das Wunder, und dann kommt der Y, das sieht aus wie die 70, das Wunder der Augenblicke. Die Öffnung einer intellektuellen Raumzeit ist Play, BLA, das Wunder von Augenblicken. Das heißt Display, hebraisiert. Okay? Okay. Und jetzt pass auf, du hast einen flackernden Weißenburg-Vortrag ohne und du hast ständig wechselnde Bilder mit einer gewissen Geschwindigkeit, 25, 24 Bilder auf der Leinwand. Die Kollektion dieser Bilder ist es, die DVD oder die Datei, die abgespielt wird. Das ist das große braue Licht. All diese einzelnen Bilder sind Facetten aus diesem großen blauen Ich. Das ist der Mensch, das ist das Leben, das abgespielt wird. Mhm. Das steht praktisch unter dem Display, weil das steuert das Display. Ja. Und wir haben die Lampe im Projektor, das ist JCH. Und JCH wird, sobald ein blaues Ich läuft, wird zu einem ICH. Mhm. Okay, wir wechseln jetzt die Bilder mit einer gewissen Geschwindigkeit und die ganzen Bilder von einem Film sind in einer Einheit, wie ein Buch, praktisch die Datei unter dem Display. Mhm. Von JCH werden auch diese Filme, die Dateien ausgewechselt, die Filme wechseln natürlich wesentlich langsamer. Weil ja du den ersten Film spielst, den zweiten Film spielst, den dritten Film spielst. Die Beleuchtungsquelle ist immer die Lampe im Projektor, egal welches Leben läuft. Mhm. Aber jetzt ist es, mit jedem Leben ist ein rotes Ich verbunden. Das JCH wird zu einem ICH, sobald ein blaues Ich in ihm läuft. Mhm. Kannst folgen? Ja, absolut. Also die Chigarische... Ändert sich aber, JCH und ICH bleibt gleich. In dem Moment, wo der Film aus ist, läuft das ist das JCH immer noch da, aber es gibt kein ICH mehr. Mhm. Das ist der Leser, der vom Bücherregal steht. Sobald er ein Buch in die Hand nimmt, sobald wir eine Datei abspielen, wird es die Lampe, wird so ein ICH, ist immer noch dieselbe Lampe, darum sage ich, JCH und ICH ist dasselbe. Mhm. Nur in dem Moment, wo ein Film, wo du ein Buch in die Hand nimmst, erlebst du dieses persönliche Leben. Ja. Jetzt nehmen wir die Datei wieder raus, dann bist du wieder JCH, sobald die nächste Datei läuft, wirst du zu einem ICH und erlebst dieses Leben. Das ist eigentlich, die Lampe hat zwei Seiten.
einmal die Lampe, die immer ist, und einmal die Lampe, die ihr ganz spezielles Leben anschaut. Naja, das rote. Die Lampe wiederum braucht eine Energiequelle, das ist UB, das wäre jetzt das Atomkraftwerk. Atom heißt das Unteilbare. Hm. ATM, hm. Erotix. Das ist es nicht teilbare. Das mir in dem Moment natürlich auch wieder einen Hintergrund braucht, etwas geteiltes braucht, weil wir denken uns das ja schon wieder aus. Hm. Das sind diese Metaphern ziehen sich durch dein ganzes Leben durch in Tausenden von Variationen. Du musst du die Grundlage, die Metapher verstanden haben. Ja. Ja. Wenn du jetzt 20 Jahre alte Selbstgespräche anhörst oder Bücher, mache ich immer gerne noch der klassische Röhrenfernseher. Da hat es ja noch Röhrenbildröhre nur gegeben. Mit dem Elektronenstrahl. Dann habe ich immer wieder gesagt, wenn du eine Zeile anschaust, bum, 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 wird zu einer Zeile. Irgendwann einmal ab einem gewissen Punkt, schönes Beispiel, ich wiederhole für dich, ich nehme ein Reiskorn, Reihe S. Spiegel, Raumzeit, okay? Oder Spiegelbewusstsein. Ich nehme ein Reiskorn und lege das auf den Tisch und ich frage dich, was ist das? Dann sagst du, das ist ein Reiskorn. Mhm. Spiegel, Spiegel. Okay, jetzt lege ich ein zweites daneben und ein drittes. Ich frage dich, was ist das? Dann sagst du, es sind zwei oder das sind drei Reiskörner. Und jetzt machen wir das immer fort und irgendwann wirst du bloß sagen, das ist Reis. Ja, ja genau. Okay, jetzt pass auf. Ja. Wir denken uns eine Zeile in den normalen Fernseher, Röhrenfernseher. Das ist Punkt, 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 Punkt. Und irgendwann sagst du, das ist eine Zeile. Jetzt haben wir aber dasselbe Spiel. Wir haben Zeile, 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 Zeile. Und irgendwann sagst du, das ist ein Bild. Du verschmilzt diese Vielheit zu einer Kollektion. Viele Punkte geben eine Zeile. Zeile ist eigentlich die Kollektion von vielen Punkten. Ein Bild ist die Kollektion von vielen Zahlen. Jetzt pass auf, interessant. Bild, 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 Bild nennst du Film. In dem Film sind die ganzen Bilder gleichzeitig. Jetzt verschmelzen die Bilder zu dem Wort Film. Jetzt denkst du dir bildlich vor dir Fernsehzeitung hin, du schlägst die Fernsehzeitung auf und jetzt hast du mal viele Reihen, das sind die Sender, wenn das so als Spalten aufgeteilt ist. Und du denkst dir jetzt meinetwegen, die erste Zeile ist ARD und wir denken uns jetzt an normalen Bay TV, jede dieser Sendungen wäre schon eine abgedrehte, nur reiner Spielfilmsender wie Netflix, dann ist dieser Tag, an diesem Tag, ARD ist ein Stapel von DVDs, mhm, die du natürlich zeitlich glaubst, nacheinander abzuspielen. Mhm. Und ZDF ist der nächste Stapel von DVDs. Das heißt, die einzelnen Sender, die einzelnen Programme, das heißt, du hast erst einmal den Film, jetzt baut sich der Film zu einem Kanal, zu einem Fernsehsender auf, wo viele Filme nacheinander sind, die gleichzeitig sind. Sobald du sagst, das ist ein Sender, ARD, sobald du an ARD denkst, denkst du dir, oder an Netflix denkst du dir einfach einen Ordner mit unheimlich vielen Filmen drin. Und Amazon Prime ist ein anderer und Sky ist wieder ein anderer Ordner mit vielen Filmen drin, die alle gleichzeitig da sind. Okay? Mhm. Diese Kanäle wiederum, wenn du jetzt vor dir magst, ist das Programm für heute. Das heißt, wenn du jetzt da sitzt, was schaue ich heute an, musst du jetzt erst einmal einen Kanal auswählen, von dem Kanal, was du aufgrund einer von dir feststehenden, ausgedachten Uhrzeit, was ja wegfällt zum Beispiel bei Netflix, bei Amazon Prime, du wählst zuerst einmal ein Programm aus heute. Und von dem Programm wählst du dir einen Sender aus und den spielst du jetzt ab. Mhm. Und von dem Sender, sobald es abgespielt wird, hast du zuerst einmal irgendeinen dieser Filme, den teilst du ein in Einzelbilder. Das Bild wiederum teilst du in Zahlen ein und die Zahlen in Bildpunkte und jetzt bist du bei einem einzigen Pixel rot-grün-blau. Jetzt sind wir bei deiner Retina, bei dem Zäpfchen. Ja. Das ist eine transversale Hierarchie. Und dual, aus dem das alles entspringt, aus diesem Nichts, das du selbst bist, sobald du all wirst, wird diese Öffnung eines aufgespannten Nichts dual. Heißt es zwei in Zusammensetzungen. Hm. Weil zum Wellenberg gehört das Wellental. Hm. Zwei wiederum mit Z-Waff. Z-Waff heißt die Geburt von was aufgespannen. Wenn du jetzt Z-Waff, also 96 in Gematrie Explorer eingibst, das ist das hebräische Wort für Befehl. Bet, die zwei, für zwei fehlen. Befehl. Dasselbe Wort hast auch Befehl und Order. Or wiederum heißt erweckt und die R heißt geöffnete Berechnung, Generation. Hast folgen können. Ja, klar, absolut. Du schlüsselst mir gerade den Quellcode auf. Ne? Zu sagen, das ist Zufall, wenn ich hochintellektuellen Menschen das erkläre, immer wieder erkläre, und die reagieren nicht drauf, dann sind es einfach nur KIs.
Es sind diese Nicht-Spieler-Charaktere, mit denen du konfrontiert wirst. Ja. Der mag noch so viel intellektuelles Zeug raussappern. Setz dich an deinen Computer hin und geh ins Internet. Meinst du, dass diese Maschine, die dir das mitteilt, dein Handy, dein Smartphone, irgendetwas als Ding an sich weiß? Du lebst immer noch in dem Wahn, dass du meinst, irgendeine für dir ausgedachte Figur könnte was wissen. Es sind Spiegelbilder deines eigenen Wissens. Darauf bin ich als Udo in dir aufgetaucht, um dich darauf hinzuweisen. Mhm. Was dir übrigens als Brösel überhaupt nichts nützt. Das sage ich dir gleich. Das Wissen kriegst du geschenkt, nicht um damit Geld zu machen. Demut. Ich lebe so einfach als Udo in deiner Welt, wenn ich doch alles machen könnte. Das ist nicht mehr interessant. Meine Motivationen sind ganz andere. Die kleinsten sind die größten. Ja, auch da bin ich absolut bei dir. Du musst das ganz im Geheimen, weil das Leben bloß ein Übergangsleben ist, da ist es nicht hier groß aufzutrumpfen. Das sind alles Lernprozesse. Das ist am liebsten habe ich, wenn mich die Leute als Udo jetzt gesprochen in Ruhe lassen. Mhm. Und trotzdem werde ich nicht müde, tausende Male, glaub mir, erzähl mir nicht, was Geduld ist. Naja, Udo. Aber also, ich muss das Gefühl haben, dass der Gegenüber hinter der Maske, auch wenn das recht verhärtet ist, dass er wirklich neugierig ist auf sich selbst. Und nicht nur, dass er sagt, was bringt mir das in Bezug auf den Brösel, den er zu sein glaubt. Ja, genau. Ich sag dir gleich, das bringt dir die totale Auflösung von dem, was du zu sein glaubst. Du musst letzten Endes das opfern, was du selbst bist. Das ist die Christusgeschichte, um was Neues werden zu können. Ja. Also ich habe ja eine sehr starke Entwicklung durchgemacht in letzter Zeit, die war sehr schmerzhaft und so weiter und da stellt sich mir jetzt noch die Frage halt, weil das ganze Aufbröseln, Aufschlüsseln, das Chatdenken und so weiter, letztendlich ist es doch nichts anderes als wie eine Art den Quellcode lesen zu können, richtig? Richtig. Richtig. Genau, ne? So ist es. Und da frage ich mich dann immer, ich meine, ob das ein Vorteil ist. Ich meine, ich will nicht in das Kaufmannsdenken rein oder so, ne? Aber ich habe gemerkt, aber dass das ich für meine Entwicklung. Also gleich, ich gebe dir gleich die Antwort. Das erste Mal, dass die einfache Antwort immer ja ist. Ja, sag einfach zu einem ja. Bin einverstanden. Mhm. Auch, ich bin auch einverstanden, wie ich als Brösel mit meinem Mech-Animus drauf reagiere. Mhm. Ich will mir das nicht abgewöhnen. Ja. Ich schaue einfach nur noch. Ich will wirklich der Tierforscher werden, der mit einer absoluten Neutralität diese Figuren in meinem Traum erforscht. Brutverhalten, Fressverhalten, Sexualverhalten, Interessen, Desinteressen. Du musst nichts tun, es passiert von alleine, wenn du den Zustand hast. Dann passiert die Verwandlung vollkommen zart und schmerzfrei. Ja. Okay? Das ist, darum sage ich, wenn ich in dir aufgetaucht bin, dann hängst du schon an der Angel. Und wenn du dich wehrst, gebe ich dir wieder Leine, dann hole ich dich wieder ran, ich lasse dich wieder rausschwimmen in die Welt, prügel auf dich ein. Das ist, wenn ich sage, du kriegst von mir die göttliche Versicherung, wenn du jetzt dieses Gespräch hörst, wenn du mich sprechen hörst, egal wer du zu sein glaubst, dass du ewig leben wirst. Merkst du, das klingt schon wieder nach Zukunft. Du lebst ewig, du bist ohne Anfang und Ende. Ob du das jetzt glaubst oder nicht, und solange du das nicht glaubst, wirst du leiden und kämpfen und leiden und kämpfen. Ja. Und dann wirst du es geschehen lassen und wir sitzen dann in unserem Kopfkino und sind das Zentrum und schmeißen uns die Popcorn. Bob ist übrigens Bub. Ja. Wir schmeißen uns die Bubs rein und genießen jegliche Art von Film. Alles ist geil. Der Horrorfilm genauso wie Abwechslung, verstehst du? Nicht jeden Tag Salat. Das ist auch, da können wir weitergehen. Das ist, mir fällt jetzt so alter Spruch ein in Bezug auf den Arthur, was ich auch immer damit meine. In einem der ersten Vorträge, wenn man immer so gut macht mit Vegetarier, das sind ja alle voller Feindbilder. Die wird plötzlich so unheimlich bewusst, dass umso mehr ein Mensch glaubt, er kämpft für das Gute. Schon der Widerspruch, er kämpft für das Gute, wie voller Feindbilder der ist. Bring mir doch einen Christen, der liebe deine Feinde, liebe all das, was dir verkehrt und falsch und böse erscheint, das sind nämlich die Kehrseiten. Das ist das, was in dir fehlt. Das ist der eigentliche Fehler. Und alles und jeden zu lieben, heißt nicht, dass du jeden Arsch um den Hals fallen musst. Ja. Dieses Beispiel seit einem viertelten Jahrhundert jetzt bewusstseitig ausgedacht, sage ich, wenn ich durch den Zoo gehe, ich kann all diese von Gott geschaffenen Kreaturen leben, ohne das Bedürfnis zu haben, irgendeins dieser Kreaturen verändern zu müssen. Ich kann alle Protagonisten in den Romanen der Welt, in der Belletristik leben, ohne irgendeine dieser Figuren verändern zu wollen. Es ist faszinierend, was für eine Riesenpalette von Charakteren in mir auftaucht. Ich muss die nicht um den Hals fallen und abbusseln, sondern ich genieße die Vielfalt. Und da habe ich so ein Beispiel, wo ich dann immer wieder sage, was ist jetzt der Unterschied,
zwischen, wenn ich jetzt Bilder sehe, ist ja alles Definition, zwischen einem schönen, Liebesfilm, vielleicht einem Softporno mit schönen erotischen Bildern und einer Hardcore-Pornografie. Kennst du den Unterschied? Kennst du die Stelle? Ich glaube nicht, nee. Also wir können uns jetzt, gibt ja viele, die sagen, das ist ästhetische, erotische Fotografie und das andere ist Hardcore. Ja. Es ist der Unterschied zwischen einem leichten Frühlingssalat mit einem Joghurt-Dressing und einer Brotzeit, die satt macht. Woran ist gesetzt, dass das männliche Trockennasen auf dem Programm in dir laufen? Ja, das genau. Zieht es wertfrei. Ich habe vollkommen wertfrei, wie du darauf reagierst, ob du jetzt drüber lachst oder das Gesicht verziehst, hängt von deinem Programm ab. Mhm. Bist dabei? Ja, ja, klar. Ich schaue mir das jetzt nur an, wie der Otto reagiert hat. Ich kann dir viele, viele sagen, wo ich solche Sachen sitze, da verzieht sich die ganze Mimik alle. Und ich kann jetzt nochmal mit an den Spiegelbildern, und da glaube ich, lass mal es gut sein, ja. Ein kleiner Test, den du mit dir machen solltest. Mhm. Ich sage, ich bleibe an einer Udo-Geschichte, was ich beobachte, und du wirst dasselbe beobachten. Ich bin ja, gehe ja unheimlich viel spazieren, und wenn ich jetzt mich kenne, ja keiner, fast keine Handvoll Leute bloß. Wenn ich jetzt durch eine Stadt laufe, egal was, du läufst bei dir durch die Heimatstadt und du gehst ganz normal, schaust vor dich hin mit einem ganz neutralen Gesicht und dann laufen viele Menschen an dir vorbei. Mhm. Wir gehen jetzt immer davon aus, welche, die du nicht kennst, die auf dich nicht reagieren. Mhm. Es laufen alles Unmengen an Menschen an dir vorbei. Du schaust neutral und die schauen, die kannst du wenn aus dem Blickwinkel so, aber du darfst nicht hinschauen, dass die merken, dass du sie anschaust. Mhm. Die sind sehr neutral und du siehst in den Gesichtern Neutralität oder irgendeinen Frust oder irgendwas, aber eigentlich, sagen wir mal, plus minus neutral. Und du machst jetzt Folgendes, dass du plötzlich, wenn er auf dich zukommt, ein Fremder, dass du ihn ganz bewusst anschaust und du lächelst ihn an. Mhm. Und du wirst feststellen, diese KI reagiert auf das, sie ist dein Spiegelbild. Sobald du irgend in ein Gesicht, das dir entgegenkommt, hineinschaust, Gesicht und Inneres, und du lächelst, schaut die dich plötzlich auch an und lächelt dich an. Aber nicht bei allen. Ich sage jetzt einmal vor 50 Mann vielleicht 45. Mhm. Hängt davon ab, in welcher Stadt du dich bewegst. Mhm. Es sind aber dann auch welche, da wirst du Folgendes sehen, wenn du die anschaust und du achtest auf die Physiognomie, wirst du minimal, wenn du Mikromimik lesen kannst in diesen Gesichtern, wirst du feststellen, der reagiert, dass du ihn anschaust. Er reagiert auch, dass du ihn anlächelst. Und dann verbohrt er sich erst recht und glotzt noch mehr und schaut nach unten und geht an dir vorbei. Ja. Das heißt, seine Physiognomie verändert sich, wenn du ihn anschaust und anlächelst. Er lächelt aber nicht zurück, schaut nicht zurück, sondern er schaut nach unten und macht in der Mikromimik noch ein, so schau mich nicht an, fass mich nicht an. Mhm. Das sind wenige. Gibt's aber auch. Das ist der Kontrast, den wir brauchen zu denen, die zurücklächeln. Ja. Und wenn du das jetzt machst, wirst du merken, hey, die Welt ist ja wirklich ein Spiegelbild von mir. Es reagiert ja alles auf mir. Ja. Wenn du in den Spiegel hineinlächelst, lächelt er zurück. Wenn du heulst, heult er. Und die Welt ist deine geistige Sicht, dein Inneres durch die Visionen zersprungen in unendlich viele Facetten. Und jeder Mensch, der jetzt sagt, mir geht's ja bloß so schlecht, weil die Welt so schlecht ist zurzeit, mit der ich ja angeblich nichts zu tun habe. Ich sage, deine Welt ist so scheiße, weil dein Glaube so scheiße ist. Mhm. Und das ist meine göttliche Gerechtigkeit. Mhm. Jeder träumende Geist erlebt sich als ein blaues Ich in seinem eigenen Traum. Dieses blaue Ich, dieser Mensch ist das Maß aller Dinge. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden in deinem Traum, weil es wird in dir alles genauso erscheinen, wie du das glaubst, dass es ist und wie du dir es ausdenkst. Ja. All deine Richtersprüche vollstrecke ich an dieser Figur, die du zu sein glaubst, im Positiven wie im Negativen. Mhm. Deinen ganzen Hass kriegst du volle Breitseite zurück und deine ganze Liebe und deine Selbstlosigkeit lasse ich auch auf dich zurückfallen. Mhm. Probier es aus und du wirst feststellen, genauso funktioniert das Spiel. Und du kannst es erst begreifen, wenn du dich von dem materialistisch logischen Denken, von dem Materialismus oder dem raumzeitlichen Denken löst. Und da gehört auch die ganze Religion und die Esoterik dazu. Diese ganzen Gutmenschen, die meinen, wenn sie irgendwelche divinatorische Systeme, ob jetzt es der Maya-Kalender ist oder egal was es ist, dass die gar nicht begreifen, wenn ich immer wieder sage, ja, ich weiß ja, es gibt ja nur das ewige Hier und Jetzt und fünf Minuten drauf, normal gedacht, sagen sie, um vor 5000 Jahren haben die Maya.
Ja, glaub mir, also abschließend zu sagen, also mir sind die skurrilsten Sachen in den letzten 3-4 Jahren passiert, das ist so strange gewesen. Also auch das, was du jetzt meinst, mit dem Angucken und so weiter. Immer wieder. Mein Kassenbeispiel hattest du ja letztes Mal mitgekriegt, ja, ne, in dem Selbstgespräch. Ey, das ist mittlerweile, ich breche weg, ich gehe in Penny. Also jetzt hat sich das bei mir aufgelöst, weil ich es verstanden habe halt, ne? Und Adua, die Welt, um das abzukürzen. So du wirst Wunder über Wunder erleben, wenn du dich auf das Spiel einlässt. Jeden Tag, jeden Tag so viel Wunder meinen, wenn du auch begreifst, wenn dir wieder was Neues einfällt, ist aus dir kommt. Ja. Dass du spontan immer plötzlich eine Inspiration von mir kriegst, ohne Ende, wenn du dich darauf einlässt. Mhm. Und du bist der Einzige, der es mitkriegt. Und dann willst du die Freude, die du erlebst, in dir willst du mit anderen mitteilen. Altes Udo-Beispiel, 30 Jahre alt, wenn ich was Wunderschönes in einem Urlaub erlebt habe, werde ich nimmer müde, den Leuten davon zu erzählen, weil ich ihnen an meiner Freude teilhaben lassen will. Aber ich mache das nur, wenn ich merke, dass einer an meiner Freude teilhaben will. Wenn sie mich interessiert, lasse ich das. Die größte Freude, die es überhaupt gibt, ist das Verstehen von Holofeeling. Es ist das Verstehen von sich selbst, von dem, was man ist. Und das weiß keiner deiner Figuren und die werden es auch nie wissen, weil da musst du zuerst in den anderen Bereich eingehen, in das, was man in der Esoterik den geistigen Bereich nennt. Mhm. Und die davon reden, die Figuren als Ding an sich, können das nicht wissen. So wenig wie dein Auge was sieht und deine Ohren was hören, kann ich tausendmal sagen, ein Auge, ein ausgedachtes Auge ist was ausgedachtes. Ob du an ein Auge denkst oder an eine Kamera denkst. Ob du an ein Ohr denkst oder ein Mikrofon denkst. Ob du an einen Mund denkst oder an einen Lautsprecher denkst. Ob du an ein Gehirn denkst oder an einen Computerchip denkst. Ausgedachte Sachen sind vollkommen geistlos. Erleben du das nur der Geist, der träumt, der sich das ausdenkt. Nur der, der das in sich erschafft, diese Informationen in sich erschafft, erlebt das, was er erschafft. Selber denken, selber haben. Genau so ist es. Das ist das Betreten der nächsthöheren Ebene. Richtig. Und es sind so wenige, die dieses Gespräch, in denen der Udo auftaucht, das können wir jetzt wieder bewusst raumzeitlich gedacht, das sind die Klickzahlen. Du wirst merken, das ist seit 25 Jahren oder 20 Jahren oder seit es Videos gibt, das schwebt meine berühmte Zimmer so bei 200, 300. Stetig gleich, ne? Immer gleich, weil mich die Masse überhaupt den breitesten Weg der Masse in die Verderben. Also ich würde mir Sorgen machen, wenn ich mehr Likes kriegen würde, dann würde ich irgendwann anfangen, Sorgen zu machen. Es ist perfekt, all das Reden, all diese Geistlosigkeit von Menschen, diese Lügen in dem Wahn, wo die leben, das fällt alles weg. Otto, das ist nur für dich. Ich sage, meine Botschaft ist nur für den, der mich jetzt ausdenkt, der da am Ball bleibt. Und wenn das nicht ist, hat er die Reife nicht, aber wenn er an der Angel hängt, tauche ich dann irgendwann nochmal wieder als irgendwer auf. Alles klar? Alles klar, Udo. Super. Bis gleich. Ciao. Jo, bis gleich. Lass mich einmal überraschen, was du daraus machst aus dem Gespräch. Ja, klar, alles klar. Danke für das Upgrade. Bis gleich. Ciao. 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 Ciao.